Ja, schönen guten Mittag, Leute. Ich bin's wieder, euer Arni. Und ich bin heute nicht alleine. Servus und herzlich willkommen. Ja. Hier spricht der nette Mulle. So schnell kann's gehen. So schnell hört man sich wieder. Meine Güte. Also ich sag den Satz jeden Tag, wenn ich Dark Souls spiele und komme trotzdem nicht richtig darauf zurecht. Ja, komisch, ich merke schon. Komisch. Womit das nur zu tun hat. Ich weiß nicht. Ach, ja. Furchtbar. Metal, Leute. Heute sind wir wieder hier im Duo unterwegs. Ist irgendwas passiert in letzter Zeit? Da gucken wir immer so kurz drüber, ob irgendeine News da war. Bild-Zeitungsartikel. Oh, habe ich gesehen, dass der anscheinend recht furchtbar gewesen sein soll. Recht furchtbar, ja. Recht furchtbar. Also der war wirklich, ey, kannst du nicht ausdenken, nee. Recht nicht schön. Nee, war einfach recht zusammengeschustert so. Also es war halt kompletter Quatsch. Er hat aus seinem Auto gestreamt, der 32 hier, obwohl er 33 ist, hat aus dem Auto gestreamt, er saß eigentlich nur vor einem Bauzaun auf der Bank. Aus dem Auto, das er verkauft hat? Ja, vor Monaten. Okay. Ja, gut, Recherche ist wieder on point. Absolut. Also, ganz merkwürdig. Ja, was willst du sagen? Also, falsches Alter. Nee, das Alter kennt doch mittlerweile jeder, oder? Jeder, der so ein bisschen im Drachen geben ist, weiß, dass er hier einmal immer ein Jahr älter als das Jahr. Es hat sich ja im August um ein Jahr geändert. August ist gerade mal 1,5 Monate oder... Also ja, sein stimmt, Geburtstag ist quasi erst mal 1,5 Monate her. Du musst ein bisschen Verständnis haben. Ist recht, bis es bei der Bild ankommt, dauert das, ne? Ja. Ja. Es Leute, was haben wir uns... Registriert werden. Richtig. Muss F5 drücken. Ja, Alt stimmt. F4. Genau. Wurde währenddessen immer wieder gedrückt. Das ist wie bei uns mit unseren Ansprachen. Irgendjemand hat den Artikel schon 5-mal geschrieben, der wurde immer verworfen und immer hat sich gedacht, das bleibt jetzt so. Mhm. Das ist mir jetzt egal. Wird so veröffentlicht. Geht so raus. Pasch, hab ich gesagt gehabt. Genau. Gut, dann haben wir heute was vorbereitet. Und zwar wird das auch wieder ein Mehrteiler, wie ja meist bei uns. Ne? Kein Mehrtürer, ein Mehrteiler. Genau, weil wir ja meist ein wenig mehr quatschen. Also meinst du nie? Heute haben wir uns rausgesucht, Projekt Brot und Brötchene. Müsst ihr auch wissen, für sämtliche Auftritte in irgendwelchen Videos schreibe ich auch Rechnung und ich rechne immer nach Wortanzahl ab. Umso mehr ich rede, umso teurer wird's. Ja, also ich kann sie mir nur ab und zu mal leisten. Genau. Ja. Immer geht nicht. Dafür ist es zu teuer. Richtig teuer. Ja, genau. Brot und Brötchen haben wir uns rausgesucht. Und zwar war das jetzt Part 1, ja, ne? Wir fangen an mit Part 1. Macht Sinn, ne? Wir machen einfach quer durch. Wir nehmen raus, was wir finden. Wir haben uns jetzt 4 Stück hier rausgesucht. Die 4 werden wir versuchen durchzuziehen, auch wenn es ein Stündchen dauert. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Ich habe Zeit. Ich hoffe, du hast Zeit. Du schläfst nicht wieder ein. Ja? Schläfst du gerne mal im Discord ein, habe ich gehört. Mir ist es gestern erst wieder passiert. Ach, nicht dein Ernst. Doch. Junge. Aber das Schöne ist, auf dem Discord hat niemand außer dem Serverinhaber Rechte, jemanden zu kicken. Die lassen mich dann einfach immer im Voice-Challenge sitzen. Ja, Annette, bist du da? Ach, Annette schläft schon wieder fast. Ja. Man weiß, wenn Annette nicht antwortet, ist sie eingeschlafen. Annette ist, also andere Leute legen sich gerne ins Bett zum Schlafen. Annette macht das Discord an. Dann haut die sich hin. Wenn du irgendwann hörst, so, dann weißt du, Annette macht schon wieder Haya Bubu. Was ist hier schon wieder? So oft bist du gar nicht da, also. Ja, bist du schon oft passiert. Es ist, ich will jetzt nicht sagen fast wöchentlich, aber. Aber du möchtest sagen, eigentlich fast täglich. Eigentlich ja. Ich schlafe eigentlich nur noch im Discord ein. Richtig. So, ich würde sagen, also andere brauchen Hörbuch, ich brauche ein Discord-Gespräch. Genau. So. Oh, jetzt habe ich schon hier gedrückt, aus Versehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in Part 1. Was hältst du davon? Hast du Bock drauf? Ja, das halte ich für eine gute Idee. Ich habe gerade noch mein Körnerkissen aus der Mikrowelle geholt. Aber nicht, dass du gleich wirklich einschläfst hier. Nein, aber es ist kalt. Okay. Na, dann let's go. Abfahrt.
So, Metal, Leute. Da ihr immer Kochvideos wollt, und das gehört auch zum Kochen, ja? Ja, ein Brötchen schmieren gehört auch zum Kochen. Das versteht sich. Meine Freundin hat mir gestern vorgeworfen, dass ich nicht so oft koche. Ich habe gesagt, hey, Bier kalt stellen ist auch Kochen. Ja. Ich dachte, du schläfst schon wieder. Nein, ich bin dir noch nicht ins Wort gefallen. Das ist nämlich unhöflich, wenn man Leuten ins Wort fällt. Arni. Bap. Just saying. Just saying. Just saying. Ja. Ja, ey, wenn das Kochen ist, ne? Ja, ein Brötchen schmieren ist für Rainer anscheinend Kochen. Das ist doch. Man sieht ja auch, wie schön er ist. Ne? Das liegt daran, dass er so gut kochen kann. Ne? Gesund, vor allen Dingen. Ausgewogen. Ausgewogen, gesund, ja. Ja, wobei, wie gesagt, da, ich kann nicht kochen. Weißt du, Leute, ich kann einfach nicht kochen. Ich koche auch für mich nicht, weil es für mich kaum Sinn hat. Weil alleinstehend zu kochen, du machst halt immer zu viel. Machst So. du gerade eine Single-Börse auf, oder was? Ja. Bruder. Eigentlich suche ich nur nach der Person, für die ich kochen kann. Du suchst die Person, die für dich kocht, gibst du zu. Oder so, ja. Ja, schon näher. Aber dafür kann ich gut backen. Na, siehst Dafür kann ich du. gut backen, das. Ist eine Art von, naja, eigentlich ist es bloß eine Stulle schmieren. Wobei ich sage Stulle, eigentlich heißt es Brot, aber bei uns heißt es eigentlich Brot. Stulle sagt man bei uns eigentlich nicht. Warum Ist sagst du mir es aber dann? scheißegal. Aha. Weiß ich ja nicht, warum man das sagt. Man sagt es bei uns nicht, aber ich sage es, also sage ich es eigentlich nicht, aber ist auch scheißegal. Na gut. Ja, ist ja eigentlich. Ich finde, Ist so ja kann eigentlich. ein Video mal anfangen. Ja. Eine Profi-YouTuber. Warum nicht? Man beachte auch diesen wunderschönen Background, ne? Also. Wie viel Schanze damals noch war. Ja. Da war einfach noch Schanze. Egal. So. Muss mal kurz gucken. Sieht gut aus. Ich hab. Muss ich. Schön, wie oft er so sagt. Ich weiß, dass das Rocksau absolut triggert. Ich finde das super gut. Ich kann mir vorstellen, wie Rocksau gerade zähneknirschend vor diesem Video sitzt einfach. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe letztens einen Dark Souls-Part aufgenommen. Und zwar Nein. habe ich, also hab ich zwei, drei Parts am Stück aufgenommen und habe dann den dritten eingeleitet mit so. Und dann dachte ich mir so, ah, und dann habe ich die Aufnahme gelöscht und nochmal neu angefangen. Nice. Nice, nice, Ich nice. jetzt genau wusste, weil ich dachte, Rox hat mir gesagt, ey, ne? Hättest du von Er mir aus kann das sofort, überhaupt nicht, ich ne? hätte sofort geschrieben. Ich Dir versuche zu mich auch immer sagen, zurückzuhalten, aber da ich habe habe ich für einfach. gewöhnlich zu Hause keine Butter. Weil, naja, ich esse für gewöhnlich keine Butter. Ich weiß, Nee, genau. Also ich kann sagen, Butter formt diesen schönen Körper. Ja. Auch wie die Haare aussehen, Bruder, der setzt sich dahin und dreht Videos. Und dann sehen die Haare so aus, sieht aus, als wenn da ein Wischmopp drauf explodiert wäre. Junge. weißt, wie ich Videos aufnehme. Ah, ich habe keine Kamera, das ist das Ding. Ja, ey, ich sitze hier auch noch in kurzer Schlafhose und so Muskelshirt, aber ich habe halt keine Kamera an, ne? Ja. Ja, ist auch besser so manchmal, weißt du? Ist Ja, auch manchmal manchmal ist es besser so. besser so, ja. Gerade wenn ich hier am Zocken bin. Ich will auch gar nicht wissen, wie meine Mimik dann auch aussieht, ne? Gerade wenn ich bei Dark Souls dann bin, weil ich glaube, da mache ich Gesichter, die. Ich habe ja dein neues Dark Souls Video habe ich mir heute Morgen angeschaut und da habe ich dir ja schon gesagt, dass ich da aus ein, zwei Sachen gebrauchen werde, wahrscheinlich für ein Muss man auch dazu sagen, Leute, also Ani fragt ja nicht mit, hey, ich habe hier in deinem Video das gesehen, das könnte ich für mein Video brauchen, sondern er informiert einen nur, dass er es nutzen wird. Genau. Ich werde das übrigens mal nehmen. Ich nehme mir das einfach mal. Okay, wenn Okay. du meinst. Sieht anders aus. Aber tatsächlich esse ich für gewöhnlich keine Butter. Das heißt, ich habe relativ selten Butter zu Hause. Und ich esse normalerweise auch kein Schwarzbrot. Aber auch das habe ich derzeit zu Hause. Das Ich nennt mag man bei euch Schwarzbrot wirklich nicht. Schwarzbrot, ne? Ja, aber ich. Ja. Ja, wie nennt man es sonst? Mischbrot. Mischbrot Nee, kein oder. Schwarzbrot. Nee, Schwarzbrot ist schwarz. Oder dunkles Brot, kannst du auch Das sagen. würde ich als Mischbrot bezeichnen. Schwarzbrot ist für mich schwarzes Brot. Es gibt halt so viele so Körnerbrot, die so ganz schwarz sind. Also, das ist nicht ein Schwarzbrot. Das ist für mich ein Mischbrot. Aber ich habe schon gehört, dass man das in Bayern wirklich Schwarzbrot Nee, Schwarzbrot oder dunkles Brot. Also, nennt.
mir fällt jetzt spontan, ich kann dir mehrere Bezeichnungen für Brötchen sagen, also Weckler und Schrippe und ne? Semmeln. Semmeln, genau. Sowas, aber mir würde spontan für Schwarzbrot, dunkles Brot halt. Ja, aber das ist ja, Ansonsten. das nennt man im Ich. Restaurant, nennt man das nicht Schwarzbrot, das ist ein Mischbrot. Ein Schwarzbrot wäre schwarz. Und das ist einfach nicht schwarz, das ist ein bisschen grau, das ist ein bisschen dunkler, das ist ein Mischbrot. Graubrot ist auch noch eine Bezeichnung dafür. Graubrot ist wieder was ganz anderes. Ein Und Graubrot ist wieder was ganz anderes. Es ist meist so ganz viereckig, Graubrot. es hängt ja nicht an der Form, sondern wenn an den Inhalten. Und ist da nicht, Anyway. ist Graubrot nicht, glaube ich, auch Sauerteig normalerweise? Ich weiß es aber nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, ich esse Schwarzbrot, aber am liebsten getoastet. Ja, auf jeden Fall. Am besten auch noch, wenn die Butter oder Margarine oder was auch immer man dann als Streichprodukt verwendet, dann auch schön drauf zerläuft, wenn es auch warm ist. Klasse Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ich kann euch da einen Lifehack geben mal. Wenn bei mir die Sippschaft da ist, die essen das Brot auch alle getoastet. Und der Toaster hat nun mal nur so zwei Rillen, so zwei Wurstfächer. Schlitze. Ja, genau. Ich wollte nicht Schlitze sagen. Wurstfächer. Am Ende packt jemand deiner Zuschauer da wirklich noch Wurst rein. Und dann bist du Meine schuld. Zuschauer sind schlau. Ja? Deswegen schauen Sie ja hier. Ich kann euch dann Lifehack geben, wenn ihr einfach im Backofen, den Backofen auf Grillen stellt, oder das kannst du auch, glaube ich, auf Umluft machen, ich mach's mal auf Grillen, dann macht ihr das Backblech da rein und in der Schiene genau darüber macht ihr den Rost und in diesen Rost kann man diese Toastscheiben einfach reinstellen, dann, wenn das Backblech drunter ist. Und dann kannst du halt irgendwie 20 Toast auf einmal machen. Oder Das ist eine 20 gute Brotscheiben. Idee. Nur ein kleiner Lifehack. Bei Habe Ani lernt ich man zwar was. nie gebraucht, aber Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. Bildungsauftrag erfüllt. Ja. Damit ist schon mehr Bildung drin als in Rainers Kochvideos. Ja, vor allem, also, es tut mir leid, aber das ist halt, es ist halt kein Kochen. Ein Brot schmieren ist einfach kein Kochen. Es gibt super viele Sachen, wenn du sagst, hey, ich möchte mal zeigen, wie ich mein Frühstück mache und so weiter, ne? Und wenn man dann da ein Video drüber macht und sich vielleicht noch irgendwie, weißt du, wirklich ein ganzes Frühstück dann Und das macht. hätte ich ja heute Morgen machen können, eigentlich. Hätte ich eigentlich heute Morgen hier Projekt Brot und Brötchen machen können. Ich Ne, habe vielleicht noch ein Spiegelei dazu. das ist doch alles drauf. Guck mal drauf. Ich habe dir das Frühstück Ja, geschickt hier, was ich da nicht gemacht du, Rainer jetzt hat, habe. nicht. Das hätte ich heute Morgen machen können. Ich bin wieder dumm. Siehst du? Ja. Was habe ich denn da alles Immer. drauf? Rührei also eins mit Chorizo, eins mit Schinken, gebratene Zwei. Zucchini, Avocado, Kiwi und so weiter. Ja, alles drauf, was du brauchst eigentlich. Mal weiter. Der Start in guten Tag benötigt wird. Und jetzt mache ich euch, jetzt zeige ich euch, und das ist übrigens nur das erste Video von mehreren Videos. Ich werde in der nächsten Zeit wahrscheinlich öfter mal sowas in die Richtung machen, Bitte wo ich nicht. euch einfach zeige, was ich ab und zu mal esse. Und ja, vielleicht bringe ich euch auf Ideen, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich Nein, nicht. nein, nein, eher nein. Ziemlich sicher nein. Nein. Manche Sachen davon sind ziemlich lächerlich, ja, wie zum Beispiel jetzt das, was ich jetzt vorhabe. Ein Warum machst du ganz, es dann? ganz kleiner Fun-Fact: Die Sachen waren bis jetzt, glaube ich, alle lächerlich. Wir schauen das Aber hier warum übrigens, macht er es habe ich nicht? gar nicht gesagt, wir schauen das bei Robert S. Oh, ja, Robert Grüße gehen S. raus, ne? Punkt. Ja. Also absolut ehrenhafter Kanal, muss ich sagen. Da gibt es auch viele andere Videos, so hier der neue Drachenlord und so weiter. Also ist echt ein guter Kanal. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Oder sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Viel zu wenig Abos, der Dude. 1870 Abos sind für diesen Kanal echt zu wenig. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Kanal. Habe Gleich ich sehen, auch was ich abonniert vorhabe. gehabt. Andere Sachen sind Oder dann habe ich vielleicht schon ein abonniert. bisschen abgefahrener. Wie zum Beispiel meine überbackenen Käsesemmeln oder meine überbackenen Käsebrötchen, wie auch immer. Okay, pass Und auf. wieder andere Sachen sind. Wie gesagt, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich selbst nicht wirklich kochen kann. Aber wenn du überbackene Käsesemmel als abgefahren bezeichnest, Nö. bist du kulinarisch nicht auf dem höchsten Stand? Oder was heißt Ist auf so. dem höchsten Stand? Bist du kulinarisch nicht gut unterwegs? Nee, da hast du wohl wahr. Also wenn ich abgefahren koche, dann probiere ich irgendwas Neues, irgendwas ganz Verrücktes aus irgendwie.
Ja, dann esse ich zum Beispiel mal Gemüse oder so. Das ist abgefahren. Aber ein Brötchen zu überbacken ist jetzt, also das war früher in meiner Ausbildungszeit, in der ich auch nicht viel Geld hatte, habe ich das oft einfach gemacht. Das nimmst dir ein Brot oder ein Brötchen, schneidest das in der Mitte durch, Ketchup drauf, Salami, Käse, ab in die Mikrowelle oder so. Ja, das würde ich jetzt aber nicht als abgefahren bezeichnen. Nein, das ist so arme Leute essen eher. Ist halt standardmäßig, ne? Ja. Einfach nur schmecken, aber trotzdem saugeil. Und teilweise sind die Sachen, die ich mir mache, ja relativ billig, weil ich bin noch nie ein Fan von so extrem teurem Essen gewesen. Rainer konnte sich auch nie extrem teures Essen leisten. Wenn Rainer, ich weiß gar nicht, ob er das schon mal, glaubst du, er hat schon mal ein richtig gutes Steak gegessen? Ja, ich glaube. Nicht nein, und wirklich ein richtig gutes Steak, ein richtig schönes Rumpsteak oder so. Also ich bin Bin ja ein ich mir nicht großer Freund sicher. von American Tenderloin. Ich gehe halt selber nicht so oft Steak essen, weil das halt auch einfach, weil du dann halt wirklich zum Restaurant gehst und dann auch in ein gutes Restaurant. Du gehst nicht zum Burger, Pizza, Italiener um die Ecke, der irgendwie Steak auf der Karte hat, aber ne? Auch alles andere, sondern du gehst dann wirklich in ein Steak-Restaurant. Zum Und dann Argentinier oder so. kostet das. Muss nicht unbedingt Argentinier sein. Also, was ist das? Ich habe immer ein. Ist ein American Tenderloin, was ich dann esse. Ist vom. Ich weiß gar nicht, wie die Rinderrasse heißt. Egal. Aber das lässt du dir halt einmal Angus? raus, weißt du? Das lässt du dir einfach mal raushängen, dass du sagst, ich gehe dann Steak essen. Und Du dann meinst dann so kostet das Angus halt auch. Beef. Genau. Angus, ja. Und dann kostet das halt auch einfach mal. Und dann ist das in Ordnung. Ich weiß halt nicht. Ich glaube nicht, dass es das bei Winklers früher gab. Ich glaube nicht, dass Rudi jemand war, der da wirklich groß. Also, wenn die mal essen gegangen sind, würde ich sagen, fränkisch. Also halt in irgendeine Wirtschaft. Und Ich meine, da auch ist es nicht schlecht, eigentlich. ne? Auch Ey, gut. du, Sehr gut. wenn du sagst, ey, Braten, ne, Schnitzel, Karpfen, kriegst du ja trotzdem gutes Zeug. Ja. Also um Gottes Willen. Ist halt einfach was anderes. Das ist einfach andere Küche. Wenn du so gute Hausmannskost hast und du hast eine gute Landwirtschaft zur Hand, oder Landwirtschaft, ländliche Gastwirtschaft zur Hand, so rum. Super Geschichte. Absolut. Da Absolut. würde ich die dann aber eher vermuten, dass der dann sagt, oh ja, hier schön Schweinebraten mit hausgemachten Ist ja was Geiles, Kartoffelsalat oder aber sowas, ne? wann macht er das mal? Wir haben gesehen, als er sich mal richtig gegönnt hat. Da haben Futten und ich ein Video zu gemacht. Da hat er sich, glaube ich, zu Silvester oder zu Weihnachten war es, eine Ente gemacht, hat er erzählt. Und da zeigt er Die wirklich diese gute Gourmet-Ente, Entenkeulen, ja. ja, die guten Gourmet-Entenkeulen aus dem Rewe, die tiefgefrorenen. Junge, Ja. da dachte ich mir, ich brech zusammen, ehrlich. Ich brech zusammen. Ich konnte nicht mehr vor lachen. Als er da sagt, ich mache jetzt mal was richtig Geiles und so weiter, heute gönne ich mal richtig. Und dann holt er da die Tiefkühl-Entenkeulen raus, Junge. Ich dachte, ich brech zusammen, ehrlich. Also das ist für mich auch eher so ein Essen, wenn man irgendwie keinen Bock hat, groß zu kochen. Ja, dann nehme ich mir so eine tiefgekühlten Entenkeulen raus oder so und hau mir die in den Backofen oder irgendwann. Das ist für mich Die jetzt noch nie auch. gegessen. Ich habe die schon jetzt schon mal gesehen, weil ich dann drauf geachtet habe, als ich in der Tiefkühle vorbei bin. Aber nee. Also ich bin auch kein großer Entenesser. Meine Ich auch Freundin mag das überhaupt ganz nicht. gerne, aber ich überhaupt nicht. Und ich hab das mal ausprobiert. Das kann man essen, ja, wenn es denn sein muss. Aber ich bin dann auch eher so der Chicken Wing Typ. Ich hab dann. Ich mag halt Geflügel generell nicht so Okay, gern. okay. Also ich esse schon Putenfleisch und Hähnchenfleisch, aber ich mag zum Beispiel auch das, ich mag zum Beispiel auch kein Brathähnchen. Du bist ja auch nicht kannibalistisch veranlagt, ne? Nee. Dass du jetzt eine dumme Pute essen würdest oder so. Nee, aber wie gesagt, Den hast du, ich esse halt. der kam erst spät, ne? Der kam, aber er kam. Ich habe witzigerweise jetzt erst kürzlich einen Film über, also nicht einen Film über, keine Dokumentation, sondern den Film mit Sebastian Stan Fresh gesehen, da geht es um Kannibalismus. Deswegen war ich gerade so Also, okay. kurz irritiert. Also Rainer isst gerne Und Ja-Produkte. So. Also ich meine, es ist nichts dran auszusetzen. Wenn ich dann immer höre, wieder, er ist halt ein Wendehals, ne?
Ich hole mein Fleisch frisch vom Metzger und dann im nächsten Video sagt er, ich esse kein teures Essen. Dann sagt er wieder, ich hole mein Fleisch frisch vom Metzger, dann siehst du seine Ja-Wurst und so weiter. Es ist halt, das ist eigentlich so das Witzige an diesen Videos, ja, dass er sich im Endeffekt selber widerspricht die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe das auch schon irgendwann mal erzählt. Ich habe mich da nämlich mit einem Bekannten, hatten wir eine Diskussion darüber, weil der gesagt hat, Tiefkühlpizzen schmecken alle gleich. Dann habe ich gesagt, sie schmecken alle nicht, würde ich sagen. Also für mich ist eher, die schmecken alle nicht. Sie schmecken nicht alle gleich, aber die schmecken alle nicht. Das ist natürlich ein großer Unterschied, ist, ob ich sage, ich gehe in ein Restaurant oder ich mache mir selber Pizza, ne? Und ich schmeiße mir was von der Tiefkühle rein. Ey, brauchen wir nicht drüber reden, da gibt es Unterschiede. Aber es gibt auch Tiefkühlpizzen. Allein zwischen den verschiedenen Marken gibt es Unterschiede, also zwischen den verschiedenen Firmen. Mhm. Und dann halt auch einfach in der Qualität, so blöd es klingt. Ich habe ganz am Anfang, als ich von daheim ausgezogen bin, wo ich halt auch noch nicht so gut verdient habe, wo man auch noch nicht wusste, komme ich mit der Miete, komme ich mit den Versicherungen, kommt das alles hin, habe ich auch sehr viele so Hausmarken, also auch Ja-Produkte und so ein Zeug gekauft und da eben auch diesen Dreierpack an Tiefkühlpizzen. Den kannst du nicht essen. Und ich habe das halt damals gegessen. Und dann irgendwann, ich meine, du hast ja gelernt, mit Geld umzugehen, ne? Hast du manche ja einzuordnen. Dann gibt es wieder manche, manche die das nicht ja, manche haben. Nein. Ne? Und dann habe ich halt angefangen, meistens dann, wenn es im Angebot war, halt die Markentiefkühlpizzen quasi zu kaufen. Und dann irgendwann. Hast du dir mal richtig gegönnt, einfach mal so eine Dr. Oetker reingeschoben, oder? Nee, wie gesagt, es ist definitiv ein großer Unterschied, ne? Und ich bevorzuge auch eine hausgemachte Pizza oder irgendwas. Aber du hast halt auch nicht immer die Zeit, du hast nicht immer Bock. Irgendwann ist es einfach so. Und ich habe mir dann irgendwann mal, ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe mir dann irgendwann mal wieder so ein Ja-Dreier-Pack gekauft, ne? Und ich habe mir eine davon gemacht und ich habe mir, um Gottes Willen, wie konnte ich das früher essen? Ja. Da passt einfach gar nicht. Der Teig ist ekelhaft, die Soße ist sauer wie Scheiße. Es schmeckt halt überhaupt nicht, ne? Also ich kann da sagen, ich mache ja selber Pizza. Ja, ich habe ja schon mal ist ja auf der Cloud, glaube ich, zu finden, von meinem Bruder. Der hat ja mal ein Video gemacht über, Fuji kocht. Mhm. Ich mache mir selber immer sehr viel Pizzateig. Und dann mache ich daraus kleine Bällchen, die kannst du mal zu Bällchen formen, machst die in Frischhaltefolie und frierst die einfach ein, bevor die Hefe anfängt zu arbeiten. Dann, also ich habe, glaube ich, weiß nicht, so 10 Pizzen oder so, also 10-mal Pizzateig in der Gefriertruhe oder im Tiefkühlschrank. Und du kannst dir dazu auch die Pizzasoße, kannst du dir auch einfrieren, einfach in kleinen Schälchen. Wenn ich weiß, ich habe später wahrscheinlich Bock auf Pizza oder die Sippschaft, dann nehme ich halt 2-3 Pizzateige morgens da raus, lass die auftauen und während des Auftauens fängt auch die Hefe wieder an zu arbeiten und der geht dann auf. Und das Gleiche kannst du mit der Soße machen, die kannst du daneben stellen, lässt die auch und dann, was weiß ich, mittags oder nachmittags dann drückst du das Ding einfach in die Form, schmeißt Soße drauf, Belag, Käse drauf und packst es in den Ofen. Also das ist wirklich fast so einfach wie Tiefkühlpizza und es schmeckt halt so viel besser und es ist billiger. Ja? Also so ein Paket vernünftiges Mehl kriegst du für 1 Euro, 1,50 €. Da kriegst du so um die, weiß nicht, 30, 40 Pizzen raus. Die Soße, ja, du kaufst dir ein bisschen Tomatensoße und Tomatenmark. Oder Tomatensoße und Tomatenmark. Machst dann ein bisschen Basilikum rein, ein bisschen Zwiebel rein, ein bisschen Knoblauch rein, Salz, Pfeffer. Schredderst das mit dem Stabmixer vernünftig durch und dann frierst du dir das in Portionen ein. Und du kannst halt wirklich, es geht super schnell. Schmeckt super lecker, ist günstig. Aber das musst du auch halt erstmal alles einmal gemacht haben, damit man weiß, wie einfach das ist und wie schnell das funktioniert alles. Das ist eine viel bessere Alternative als Tiefkühlpizza. Ja. Müsste man halt alles. Können wir mal zusammen machen. Wir machen muss das. Muss mal so vorausschauen sein, weißt du? Na gut, wenn ich morgens aufstehe und weiß auch später Bock auf Pizza wahrscheinlich, so, dann nehme ich mir was raus. Fertig. Und ich habe das witzigerweise mal mit Keksen gemacht. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Rezept für veganen Keksteig. Ach, komm, bin ich mit vegan um die Ecke.
Nein, nein, es geht bloß darum, dass du dann darin kein Ei verwendest, weil das ja dann, ne, bei veganen Sachen wird es ja dann ersetzt. Und dann kannst du das Easygoing halt auch einfach nur kühlen, ohne dass da großartig was kaputt geht dran. Und wenn du Na einfach sagst, klar. ich möchte mir jetzt Kekse frisch backen, dann haust du einfach, weißt du, die habe ich in Kugeln dann im Kühlschrank gehabt und die haust du dir halt dann frisch in den Ofen. Ja, so kannst du eine Das Pizza auch machen. deswegen dieser, ich weiß, viele sagen immer, oh, vegan und so weiter, aber es ist so einfach, weil ich habe kaum, ich esse keine Eier. Ich habe deswegen so gut wie nie Eier daheim, weil ich die einfach nur zu ganz speziellen Anlässen brauche. Und in dem Rezept ersetzt du es einfach mit Apfelmus. Oh, das klingt aber gut. Und es schmeckt wirklich gut, weil die auch durch das Apfelmus richtig saftig sind. Und du Das, schmeckst auch nicht, ey, dass der Kacke, Apfel. das klingt wirklich gut. Ja, ich weiß. Okay, muss ich. Ey, ich zeig dir, wie man Pizza macht und du zeigst mir, wie man diese Apfelmuskekse macht. Ja, aber ich habe die auch schon dann in ganz klein gemacht, also so in Würfel. Und da gibt es doch von, ah, was ist das, Dr. Oetker? Diese Mischung, dass du dir Eis selber daheim machen kannst, ne? Weiß ich nicht. Dr. Oecke ist hier bei uns nicht so vertreten. Okay. Auf jeden Fall ist es so eine Mischung, mit der machst du Eis, also ein Pulver, und dann tust du dann noch Milch rein und so weiter. Und ich habe da nochmal, es ist zwar schon das Vanillepulver gewesen, ich habe da nochmal extra nochmal Vanilleschote mit rein, damit es halt wirklich den Vanillegeschmack drin hat. Und dann habe ich, als das Eis dann fertig war, diese gekühlten Keksteigstücke reingeschmissen. Und dadurch, wie gesagt, da ist kein Ei drin ist, es kann halt nichts passieren. Und es schmeckt halt, es ist nicht Ben & Jerry's, aber es kommt dem Ganzen schon sehr nah. Okay. Klingt geil, klingt geil. Werden wir mal ausprobieren. Du wirst mir das Also, mal, nehme ich da mit in die solltest Küche jemals. und du nimmst mich mal mit in die Küche und dann machen wir zusammen hier was. Genau, ich wollte gerade sagen, sollte es jemals dazu kommen, dass ich irgendwie die Bredouille komme, hier auf dem Kanal ein Kochvideo zu machen, dann wird es nicht zum Kochen sein, sondern wird es irgendein geiler Backscheiß sein. Kochen wurde hiermit angekündigt von Annette, möchte ich sagen. Ja. Jeder, der es verlinken möchte, bei 26:40 war es ungefähr, wurde hier das Kochvideo von Annette angekündigt. Das Backvideo meinst du? Annette kocht. Nee, das kommt dann von mir. Bei mir kommt das Backvideo und bei, ja, ist ja auch ein Backvideo. Bei dir kommt dann das Pizzavideo und bei mir Keksvideo. Ja, solange du es am Ende nicht wieder schredderst im Mixer. Was muttert Mutt? Also. Nee. So, jetzt würde Nee. ich sagen, gucken wir ein bisschen weiter. Wir haben ja knapp eine halbe Stunde schon, dann sind wir am Talken. Wir haben knapp eine Minute reiner geschafft. Ich finde, das ist Ja, keine sehr gut. schlechte Ausbeute, aber da wir noch so 20 Minuten vor uns haben und ich später noch Mittagessen machen muss, würde ich sagen, gucken wir ein bisschen weiter. Natürlich, klar, ne? Es liegt auch daran, dass ich jetzt nicht Milliarden von Euro verdiene, aber ich verdiene eigentlich schon sehr gut, um mir, oder ich verdiene schon relativ gut, dass ich mir halt auch ab und zu mal was gönnen kann. Aber in Bezug auf Essen, ich habe eigentlich nur einen einzigen Anspruch an meine Nahrung, und zwar, dass sie mich satt macht. Darüber. So sieht jemand aus, der aufhört zu essen, wenn er satt ist. Ja, Er genau sagt ja, so er hat sieht ein. jemand aus. Nee, aber du hörst es ja gerade selber. Er sagt, ich habe nur einen Anspruch an mein Essen, dass es mich satt macht. Das heißt, er ist noch nicht mal so, dass er sagt, okay, ich hätte hier jetzt. Also, wenn du in ein Steak-Restaurant, ich muss jetzt nochmal das Beispiel ranziehen, wenn du in ein Steak-Restaurant gehst, ne? Die Portionen sind ja nicht riesengroß. Du hast ja nicht so viel. Du genießt jeden Bissen. Zumindest ist es bei mir so. Wenn ich mal ein Essen gutes sollte. Steak drin habe. Entschuldigung. Essen sollte immer Genuss sein, finde ich. Also Darf ich habe übrigens das. anmerken, ja, Ihr bitte? dass ich absolut kein Fan von irgendwie blutigem Fleisch war, weswegen ich mein allererstes Steak damals, da war ich, wurde ich auf ein Date eingeladen mit jemandem, der war Koch. Und ich habe gesagt, ich hätte mein Steak gerne well done. Und dann hat er meine Bestellung beim Kellner geändert auf Medium und hat nur gesagt, dann kannst du gleich nach Hause gehen. Und der Koch kann das Fleisch auch gleich in den Müll schmeißen, Also weil. richtiges Mansplaining dann sozusagen. Im Nachgang war ich ganz glücklich darüber, weil das Fleisch so wirklich gut war, weil Die meisten Frauen sind schon glücklich über Mansplaining, durchgebraten. oder? Sei mal Nee, ganz ehrlich. es war, ich Nein, fand es Joke. damals ein bisschen unhöflich tatsächlich, Ist aber so. am Ende des Tages hat er recht gehabt, das musste ich ihm einräumen. Er als Koch hatte da auch ein bisschen mehr Fachwissen, muss man auch dazu sagen. Ich hätte trotzdem nicht die Bestellung geändert. Wenn die Frau das möchte. Und ich mir dann meins Medium bestelle oder Medium Rare, dann hätte ich gesagt, hier möchtest du mal ein Stück von meinem versuchen. Und wenn die dann sagt, hör mal, das ist ja viel besser,
dann würde ich einfach noch eins für sie bestellen. Aber ich würde nicht einfach ihre Bestellung ändern. Ich finde das schon sehr dreist, muss ich sagen. Also da wäre für mich das Date vorbei gewesen, wenn ich du gewesen wäre. Ah, aus uns ist nichts geworden. Ja, warum wohl? Staune. Nein, also um Gottes Willen. Single Show also, geht weiter. Es hört sich schlimmer an, als es ist oder gewesen war tatsächlich. Aber im Nachgang war ich, wie gesagt, da ganz dankbar drum. Und wie gesagt, beim Steak genießt du dann jeden Bissen. Und wenn du halt nur den Anspruch hast, zu sagen, ich stopfe irgendwas in mich rein, damit ich satt bin. Ja, dann. Ey, ich gehe. Wie gesagt, es ist immer noch ein Unterschied, ob ich sage, ich gehe jetzt essen und lasse mir das Essen noch gut schmecken oder ich komme von der Arbeit nach Hause und brauche jetzt auch irgendwas, wo mein Magen knurrt. Ne? Das ja, aber dann auch dann Dinge. Sollte Essen, finde ich, Genuss sein. Also Essen sollte immer auch Genuss sein. Ich meine, wer hat noch nicht mal sich einfach nachgeholt, weil es einfach so lecker ist? Ja, so sollte Essen sein. Und da braucht man dann natürlich ein bisschen Selbstkontrolle. Also ich habe das zum Beispiel oft, wenn ich bei meiner Schwester bin, zu Weihnachten, wenn es da halt Braten gibt, Bratensoße, Klöße und Blaukraut oder so. Jo, da hole ich mir dreimal nach einfach, ja, weil es einfach so gut ist. Ja, du, ich bin immer ganz dankbar drum, weil meine Eltern, ich bin ja sonntags bei denen immer zum Mittagessen eingeladen, da fahre ich immer in die Heimat. Und die machen immer mehr. Und das, da trägt sie diese unglaublich lange 15 Minuten Heimreise an, was meinst du jetzt? Nee, ist schon. Ich muss ja trotzdem ins Auto steigen. Ich muss ja ins Auto steigen, also fahre ich in die Heimat, ne? Runter, ja. also hunderte von Kilometern fahre ich in die Heimat, 15 Minuten. Okay. Es sind keine 15 Minuten. Ja, okay, es sind 16 Minuten. Auch das nicht. Nee, und die machen immer ein bisschen mehr. Und das bisschen mehr kriege ich dann immer mit. Dann habe ich Montag auch immer gleich noch was zu essen, ne? Schön zum Aufwärmen. Ist auch gut, mein Vater kocht dann auch wirklich. Mein Vater hat bei uns das Kochen irgendwann übernommen, nachdem meine Oma gestorben ist und macht das auch wirklich sehr, sehr gut. An die Bratensoße von ihr kommt das immer noch nicht hin, aber Omas, weißt du, das ist einfach ein Ding. Ja. Und wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Genau, deswegen bin ich da immer schon relativ dankbar drum, dass ich mich da nicht drum kümmern muss. Aber es gab halt auch schon Tage, du weißt eigentlich schon, okay, heute Abend gibt's eigentlich das und das und dann kommst du nach Hause und denkst dir, ah, da habe ich jetzt aber überhaupt gar keinen Bock drauf. Es ist auch schon oft gewesen, dass ich nach Hause gekommen bin und mir dachte, okay, ich gehe jetzt nochmal einkaufen, weil auf das, was ich zu Hause habe, habe ich gerade einfach überhaupt keine Lust. Passiert, ja. Und dann wird auch manchmal gekocht und dann nehme ich mir, nicht immer, ne, aber manchmal nehme ich mir dann beim Metzger ein Stück Schweinelende mit oder sowas, dann wird es angebraten mit ein paar Gnocchi in der Pfanne. Genau. Ist gut. Ja. Ist nicht viel, aber das schmeckt. Ist halt so, das ist zum Beispiel auch ein Essen, was du super gut portionieren kannst. Weißt du, wenn ich Lasagne mache, dann machst du eine Schüssel. Ja. Weil du kannst nicht nur so ein bisschen Lasagne machen. Machst eine Auflaufform voll, klar. Genau, ne? Du machst die ganze Auflaufform voll und du machst halt nicht nur so ein bisschen. Aber wenn du halt sowas machst, also ein paar Scheiben Fleisch in die Pfanne und also diese kleinen Dentenscheiben und ein paar Knoblauch dazu, das kannst du halt super gut portionieren. Absolut. Ja. Ja, und es gibt übrigens, das sollte man auch mal auf dem Schirm haben, kann sich jeder runterladen, gibt es glaube ich auch für iPhone und Android, gibt es eine App, jetzt müsste ich gleich selber nochmal schauen, wie die heißt, das schreibe ich wahrscheinlich in die Kommentare rein, oder irgendwie kein Essen verschwenden oder so heißt die App, glaube ich, da kann man dann auswählen, was man noch da hat, mit Tomaten, Kartoffeln, Nudeln und so weiter, also du tippst ein, was du da hast und dann suchen die dir einfach daraus Rezepte. Das ist sehr das kenne ich für Cocktails. Das ist super. Das, klar, dass du das für Cocktails kennst, weil Sufki, ey. Ihr müsst ihr eure Welt verzeihen, sie ist schon wieder angetrunken. Also, ja, genau. Genau. Nee, aber das ist, ey, ohne Spaß, da habe ich schon, wo ich dann merke, ey, heute kannst du die Tomaten noch nutzen oder die Kartoffeln, aber morgen vielleicht eher nicht mehr. Und dann wirklich haust du sowas da rein und die hol dir da echt gute Rezepte raus. Also wirklich. Da ist nicht dann irgendwie Müll, dass du alles einfach zusammenpackst und dann in den Ofen schmeißt mit Käse drüber oder so. Die holen dir echt gute Rezepte daraus. Sollte sich jeder mal, ich glaube, es heißt kein Essen verschwenden einfach. Okay. Ja, das ist schon sehr gut. So, machen wir weiter, würde ich sagen. Darüber hinaus Sprüche an meine Nahrung. Wenn es natürlich noch gut schmeckt, ist es natürlich geil, aber ich bin jetzt niemand von den Menschen, der jetzt da irgendwie mega krasses braucht. So. Viel Spaß. Bis gleich.
Das hier ist für ihn kochen, ne? Das ist. Junge, wie viel er da reinschmiert. Wahnsinn. Ich find's ja aber zumindest geil, dass er. Das mache ich nämlich nie. Ich kaufe meistens, ich weiß nicht, Kehrgarden oder sowas, die auch schon vorgesalzen sind. Weil ich mein Vater hat sich immer lustig darüber gemacht, dass ich immer meine Brote so fein säuberlich. Und ja, ich benutze kein Brettchen. Stoppst du mal ganz kurz? Danke. Wie gesagt, ich benutze die immer, die sind in diesen Plastikverpackungen drin. Und da streiche ich die halt raus, bis die Plastikverpackung leer ist. Und dann so mache ich die Verpackung im Müll. So. Ja. Aber so wie es bei ihm ja ist, er kauft sich anscheinend die eingewickelte Butter und packt die ja in diesen Butter. Butter? Nennt sich das Butterfass? Butterform oder Butter. Ja, Butter aufbewahren, ist ja geil. Ja. Meistens von Tupper. Vorhanden in jedem Haushalt. Ja. Das mache ich nie. Und nee, ich kaufe die auch in der Plastik, in der Plastikding und dann streiche ich die da raus. Also so wie er das da macht, sich diese Butter abschneiden, das sind ja Butterblöcke, die er da drauf haut. Da ist ja jetzt einfach, da ist ja einfach viermal mehr Butter drauf, als man eigentlich braucht. Dann fand ich das immer so anstrengend. Meine Oma hat das nämlich so gemacht. Die hatte das immer. In so einem Porzellan-Butteraufbewahrungsding. Und Butter aus dem Kühlschrank, Butter direkt aus dem Kühlschrank ist super hart. Mhm. Aber es gibt die ja halt von Kerrygold und so weiter, gibt es ja die Streichzarte und so. Ja, genau, mittlerweile, aber früher, damals. Ja. Und dann, wenn du ne? dann also in Blöcken abschneidest und aufs Brot machst, geht doch immer das Brot kaputt. Ja, genau, du ne? Und ich auch gerade, deswegen habe ich ja meistens mein Schwarzbrot auch getoastet gehabt, weil dann ist es A schon mal ein bisschen fester und B durch die Wärme schmilzt die Butter dann auch besser. A richtig und B falsch. Weil auf Toastbrot kannst du es vergessen, weil dann hast du drei Löcher im Toastbrot, wenn du versuchst, die irgendwie zu verstreichen. Ja, ist so. Das kannst du voll knicken. Aber ich finde es interessant, dass er sich die Arbeit gemacht hat. Dass er wirklich das, die Butter da noch rauspackt. Ich hätte gedacht, der wickelt die da jetzt frisch auf. Ich finde es interessant, dass er da kein Brettchen benutzt. Das ist einfach sein Zocktisch. Nee, das ist sein Tisch. Ein Holzbrett. Ja, aber es ist doch ein Holzbrett. Der Tisch besteht ja aus Holz. Ja, gut, dann ist ja egal. Ja, das Holzbrett ist aus hygienischen Gründen. Ja, natürlich. Aus hygienischen Gründen nimmt man doch ein Brettchen. Wer weiß, was der da vorher drauf stehen hatte, was der da alles mit macht. Und ich meine, guck dir mal an, wie die Tastatur da aussieht. Ich benutze ja Teller, weißt du. Ich hab keine Frühstücksbrettchen, ich benutze einfach Teller. Ja, da kann man doch so Schneidebrettchen benutzen einfach. Da habe ich welche aus Glas. Naja gut, aber die sind wenigstens sauber. Ja, aber ich mag sie nicht. Habe ich zum Einzug damals bekommen und sie sind halt nie kaputt gegangen. Ich mag Weil du sie nicht benutzt. Auch das. Auch das, ja. Ich mache mal weiter. Ich glaube, er sagt sogar, was kommt mit seine Brettchen gerade. Hm? Meine Brote so fein säuberlich. Und ja, ich benutze kein Brettchen. Hm. Das ist fein säuberlich, was er hier macht, ja. Sollte man natürlich eigentlich schon machen, aber ich habe vorhin den Tisch eh erst so halbwegs sauber gemacht. Halbwegs sauber? Juckt das nicht. Ich finde es schön, dass dein Bacardi O-Card noch daneben steht. Das hier sind alles, das ist nicht auf eurem Monitor hier und alles, ne? Das aber ist halbwegs viel sauber. Butter haut der denn da drauf? Was hat der denn auch hier an schwarzen Ecken da auf seiner Butter? Ja, ich sag ja, der haut da Butter kiloweise drauf. Na, die schwarzen Ecken, das sind die Krümel vom Brot, von der Brotrinde. Der war vorher nicht da, der Krümel. Okay, aber hier auch diese ganzen Flecken überall auf dem Tisch. Da und ja, hier. Ja, wahrscheinlich und die Asche, die da runtergefallen ja, ist. Ja, natürlich. Noch reingebrannt hat. Halbwegs sauber. Wie er auch schnauft beim Streichen, Bruder. Hörst du das? Ja. Das ist Salz. Ich werde gleich auch ein bisschen salzig hier. Butter mit Salz, beste... So, und wie gesagt, das mag recht lächerlich wirken, ja. Aber das ist einfach nur ein Salzbrot mit Butter. Ja, und das ist für Rainer kochen. Wie er die Augenbrauen immer nach oben zieht, wenn er abbeißt, ne? Das kannst du nicht ausdenken. Junge, Junge, Junge. Wenn ich in meinem Bekanntenkreis jemanden habe, der eine neue Wohnung zieht, dann bekommt er von mir zum Einzug immer ein Schwarzbrot vom Bäcker und eine Packung Salz. Ja, das war das traditionelle Geschenk. Wenn ich jetzt hier sehe, wenn er abbeißt, ist der Unterkiefer vor der Nase. Siehst du das?
Hier ist der Ich bräuchte mal Unterkiefer. so eine gezogene Linie. Jetzt Ja, so eine aber so wie im Fußball. Abseitslinie. Ja, so eine Genau, genau. Abseitslinie. Genau. Junge, Junge, Junge. Aber wenn ich das hasse, wenn Leute an den Fingern rumlecken, ey. Bah! Ja. Aber was machst du denn? Wie oft fasst er sich beim Kauen denn ins Gesicht? Ja. Gut. Und das war im Prinzip ein kleines Video in Bezug auf Brötchen oder Stullen. Nennt es wie ihr wollt. Ich nehme sonst gar nichts. Ich werde demnächst noch eins machen mit verschiedenen Brötchen. Aber ich denke, ich werde mir ein Video pro Brötchen nehmen, also pro Art, wie ich die esse. Wundert euch also nicht. Wird wahrscheinlich kein besonders interessanter Content. Ich finde ihn aber lustig. Kleiner Funfact, das ist der einzige Content bei Rainer, der nicht sonderlich interessant ist. Ne? Alles andere ist Gold. Pures Gold. Natürlich. Was denn Und sonst? er ist eigentlich auch zum Lachen gedacht. Ja, ich habe sehr Haut gelacht. rein, euer Drache und ciao, ciao. Hat er Lachen mit Ekeln verwechselt? Also wenn du dachtest, im letzten Video waren seine Haare schlimm. Ja. Ja. Junge. Ja, ohne Spaß, das erinnert mich ein bisschen. Kennst du Bonjour? Nee. Nee? Das erinnert mich ein bisschen an die Frisur von Matteo. Der hat sich aber dann, der geht so, der hat sich die Seiten noch abrasiert. Aber der kann das halt tragen. Der sieht halt gut aus, der Kerl, so, weißt du? Der kann einfach alles tragen, so. Bei Reini ist es eher nicht so der Fall. Wir haben jetzt leider Part 2 überspringen müssen, weil wir es nicht gefunden haben. Wir gehen jetzt in Part 3. Du hast Part 2 nicht gefunden? Ah, stimmt, Ich war ja hab's das, nicht. was nicht, Das konnte man ins Watch Together ja. nachhauen, genau. Wir schauen uns jetzt an. Projekt Brot und Brötchen. Part 3. Gekochtes Ein mit Wurstbrot. Mit Wurst und Brot. Also es ist alles falsch geschrieben. Gekocht würde klein geschrieben werden, das ist groß. Ei hat er ein geschrieben. Oh, mit ist richtig. Wurst wäre groß. Und ist auch richtig. Brot wäre auch groß. Er hat mit und richtig geschrieben in diesem Satz. Bei gekochtes Ei mit Wurst und Brot. Hat er mit und richtig geschrieben. Er hat sogar Ei falsch geschrieben. Das ist ja. Ja, ich weiß. Mir fehlen auch die Worte. Ich brauche was zu trinken. Ja, du, hol dir mal die Ich komme in Cocktail-App ran diese hier. App. Ja. Dann schauen wir mal rein, was er zu sagen hat. Let's go. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ohne Spaß, der Winker macht mich jedes Mal mit. Jedes Mal. Ich mach's doch nochmal an. Ich möchte gar nicht wissen, also beziehungsweise du möchtest gar nicht wissen, wie ich auch generell, wenn ich Videos mache, hier rumgestikuliere, ne? Ja, aber das ist schon. Aber wenn er Hallo sagt, guck mal Anführungszeichen mitmachen und so. dieser harte Mettler hier. Guck mal, wie er Hallo sagt. Mit seinem Manu Cornuta. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ich komme gerade frisch aus der Dusche und habe mir gedacht, ich werde heute mal. Ja, meine Haare sehen tatsächlich ziemlich geil aus, wenn ich aus der Dusche komme. Ich weiß auch nicht warum, das ist irgendwie merkwürdig, aber gut, die sind ja mittlerweile auch relativ lang wieder. Das sind die Haare, von der Annette gerade gesagt hat, Bruder, so kannst du dich nicht vor die Kamera setzen. Das ist das, was Rainer ziemlich geil findet. Es liegt Ey, ich vielleicht am sag. Alkoholkonsum bei Annette, dass sie es nicht schön findet, oder es liegt vielleicht an der Geschmacksverirrung vom Rainer, dass es nicht schön ist. Ich würde Also, ich sagen, es ist weiß. 40-60. Ich kann dir halt genau sagen, wie Haare in dieser Länge sich verhalten. Weil ich das schon mehrmals hatte, weißt du? Ich hatte die Haare schon so und auch noch um einiges kürzer. Und das ist halt nicht geil, weil du hast diese Kackwirbel drin und gerade wenn du sie Luft trocknen lässt und dann hast du da Ecken drin, die du da nicht haben willst. Ja. Ich Ne? hatte die auch schon mal in Also. der Dinge. Also ich hatte auch schon mal lange Haare. Ja, da Bis bin mir ich jetzt dann wieder. von jedem gesagt wurde, hör mal, Anni, da steht ihr aber nicht. Mach mal kurz wieder. Ja. Und dann hat sich Andi noch längere Haare gemacht, dann ist er zum Friseur und hat sich Extensions reinmachen Genau. lassen. Einfach nur, weil er es kann. Einfach dagegen, einfach. Einfach grundlos Einfach dagegen. widersprechen. Ja, Aber hören, was nee, er es uns. ist. Das. Bitte?
Weißt du, Er hätte sich einen Föhn nehmen sollen. Sagen wir mal, wie es ist. ja. Hätte vielleicht Ja. geholfen. Ja. Dann, wenn sie nass sind, halbwegs schick tragen. So, heute wieder ein Stullenvideo oder ein Projekt Brotvideo. Stulle sagt man aber nicht, Wichtigste ne? Zutat natürlich dafür Das Brot. sagt man nicht. Im heutigen Fall nehme ich noch Eier dazu. Die Wurst. Schön vom Metzger die Wurst, der hat man gesehen. Nee, lass mal Normalerweise ganz hätte kurz pausiert. ich jetzt hier noch. Jeder andere Videocreator Hätte die Wurst rausgenommen und auf den Teller gelegt. und selbst Olaf Schubert in irgendeiner Kochsendung hätte gesagt, ich habe hier mal was vorbereitet und dann wäre die Kamera auf den Tisch geschwenkt mit verschiedenen Schalen und Platten, wo die Zutaten liegen. Ja. Nur Rainer filmt sich und hält dann immer für eine halbe Sekunde, für den Bruchteil einer Sekunde, das, was er machen möchte, kurz in die Kamera. Es ist aber auch so, dass ich niemals, selbst wenn ich billige Wurst verwenden würde in dem Video. Also, ich bin jetzt nicht so der Billigwurstesser, mache ich auch manchmal, ja. Wenn ich gerade überhaupt keine Zeit habe oder so, wenn ich im Laden bin, dann renne ich da einfach hin, greif rein und ab zur Kasse. Wenn ich auf dem Weg nach Hause irgendwie, wenn die Mulle schreibt, bring noch Wurst mit, und ich sowieso, weiß ich nicht, gerade super hungrig bin oder irgendwas, dann nehme ich mir einfach irgendwas, dann gucke ich nicht drauf, was drinnen ist oder so, oder stelle mich irgendwo beim Metzger an, da greife ich mir was und gehe wieder zurück zur Kasse. Aber wenn ich dann ein Video machen würde, dann würde ich schon drauf achten, was ich da präsentiere. Ja, und dann, selbst wenn es Ja-Wurst wäre, würde ich sie auf einen kleinen Teller, würde ich sie so im Kreis auslegen. Und würde dann mal drüber schwenken, so, weißt du? Und wenn ich Und dann wieder witzigerweise, diese Steckdosen, Junge, die vergammeln ja da hinten schon. Da ist ja richtig Gammel dran. Diese Tennisball-Steckdosen. ich bin ein, ich bin ein, warte mal, jetzt sehe ich das erst. Warum sind da Tennisbälle an den Steckdosen? Junge, der ist schon super alt. Die hat er schon lange, also schon immer. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Nee, Noch nie. oh. Nein. Das war Macht früher sogar man mal, das war ein richtiger Running Gag mal. Die konnte man so das? kaufen, ja. Ernsthaft? Um Die sind aber Himmel. komplett verranzt, die Steckdosen. Da ist komplett Schimmel dran. Okay. Anyway, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin ein großer Fan von Gelbwurst. Gibt's nicht überall in Deutschland, ist nicht überall bekannt. Bin ich ein großer Fan von. Und die habe ich halt sonst auch immer aus der Kühltheke halt schon in Scheiben geschnitten in der Verpackung gekauft von irgendeinem bayerischen Schlachtbetrieb oder so. Ne? Ich habe mir beim letzten Mal welche dann vom Metzger wieder mitgenommen und es ist wirklich auch geschmacklich ein Unterschied. Ne? Na klar, Der ist freilich. auch wirklich. Aber ich habe mir die am Stück dann mitgenommen quasi und dann halt daheim dann selber die Scheiben geschnitten und das macht einen Unterschied. Deine Wurst mautzt doch im Hintergrund, höre ich gerade. Ja, der Kleine meckert. Aufmerksamkeit. Der Große sitzt gerade neben mir und Kopf an mich ran und schmust und der Kleine jammert im Hintergrund. Ich bin auch mal. Ihr müsst ihr bedenken, ich habe zwei Mikrofone. Ich habe das Mikrofon, das hier am Mikrofonarm hängt, was ich für meine Videos verwende. Und ja, mein Headset-Mikrofon. Und wenn ich normal im Discord bin, habe ich mein Headset-Mikrofon an. Und wenn ich Videos mache, schwenke ich auf das Aufnahmemikrofon. Und der fängt immer das Mauzen an, sobald ich den Arm rüberschwenke. Ja, weil er weiß, dann ist ja Aufmerksamkeit weg. Dann ist Aufmerksamkeit beim Video, dann habe ich für die keine Zeit und dann fängt das Jammern an. Dann ist Gemecker. Kann man verstehen. Richtig. Ne? Ja. Die sind schlau, die Gurken, Viecher. Tomaten habe ich leider beides aktuell nicht zu Hause. Dazu kommt. Immer, Dann immer. entweder noch Mayonnaise oder Remoulade, das kommt drauf an. Mayonnaise. Ich hätte mal mein Mikrofon anmachen sollen. Mayonnaise oder Remoulade? Bei dir? Eins Was von bist du für beidem. eine? Keins? Keins, ich esse keinen Okay. Senf. Wow, verrückt. Lasse ich heute beides weg. Mayonnaise hätte ich zwar da, nehme ich aber jetzt nicht mit rein. Man hätte für so ein Video,
Ja, als 10 Jahre Profi-YouTuber hätte man mal eben losfahren können und hätte sich darauf vorbereiten können. Dann holt man sich Gurken, holt sich Tomaten. Der hat nie Gurken und Tomaten im Haus. Ja, seien wir mal ganz ehrlich. Außer zur Show, wenn er hier gegen Hans at the Table boxen will oder so. Da hat er mal zur Show was da gehabt, diese 39-Cent-Gurken. Ne? Ansonsten hat er doch niemals Tomaten oder Gemüse oder so im Haus. Glaube ich nicht. Ach, ich sag dir das, wir haben uns doch mal, wann waren das? Vor ein paar Monaten, im Juni, glaube ich. Was mit Uti noch zusammen? Mit Roxo? Ja. Das Video von ihm angeguckt aus 2013, wo er diesen Auflauf kocht. Grandios. Ja. Wirklich. Und natürlich auch eines der wichtigsten Geschichten ist natürlich die Butter wieder. Es ist ja auch ein Brotschneide-Video, Brotstullen-Video, wie auch immer. Brotschneide-Video, Dazu habe ich heute ein scharfes Brotstullen-Video. Messer und eine Dass er sich das Zelda-Schwert rausgeholt hat, war noch alles eigentlich. stumpfes Messer, das ist vom Frühstück hier noch. Deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz sauber, aber das ist auch nur ein bisschen Butter. Ja, Rainer, aber das ist doch keine Ausrede. Das ist nur ein bisschen Butter. Hätte man auch noch sauber lecken können. Ja, man hätte kurz einmal wenigstens mit dem Zeber so drüber gehen können. Zack, wäre es sauber gewesen. Wenigstens für die Kamera. Das war tatsächlich bei meinem Opa ein Selbstmordkommando, ne? Bei meinen Eltern, wir haben ganz normal halt diese ganz normalen Messer halt gehabt, mit denen du halt, die du halt ablecken kannst von einer Seite, wo kein Problem, ne? Mein Opa oder meine Großeltern hatten nur selbst geschärfte Messer daheim. Eieieiei. Das machst du nur einmal. Das machst du nur einmal, ja. Ganz sicher. Weil das war ein Selbstmord. Der hat, sobald ich, weil ich das ja von daheim quasi gewohnt war, ne, weil das war ja kein Problem. Ey, und ich hab es immer gehasst, gerade wenn du sowas wie, du hattest Butter und dann hast du halt noch irgendwie Leberwurst gehabt, ne? Und ich habe es gehasst, wenn ich irgendwie Butter an die Leberwurst bekomme. Und deswegen habe ich halt immer mein Messer abgeleckt, damit halt das nicht kontaminiert wird quasi, ne? Sobald ich das bei meiner Großeltern versucht habe, ne, Kann ich mein mir Opa schon vorstellen. schreien angefangen. Ja, und zu Recht. Zu Recht, zu Recht, zu Recht, ne? Er hat sich damit dann mal in die Hand geschnitten, als er sich ein Brötchen So. geschnitten hat. Just saying, aber, ne? Naja, aber er passt wenigstens auf dich auf. Er passt auf mich auf. Als sonstiges, das hat. Da guck dir mal diese Steckdose an, da ist doch nur noch Gammel dran. Da ist doch richtig, das ist doch richtig verrottet schon. Junge. Habe ich jetzt nicht hier bei mir liegen. Ich diese Wand sehe hier, da sehe ich alles, ehrlich. Braucht Wand. man für gewöhnlich auch nicht. Das kann man machen, wie man Ich möchte. finde das Waschbecken im Dieses Hintergrund geil. Mal nehme ich. Wie bitte? Ich finde das Waschbecken im Hintergrund geil. Ja, auch sehr schön, ne? Das ist Zeitreise-Waschbecken. Ich Und den gekochte Eier, Solarstream. deswegen sind die auch in so einem Behältnis, weil ich habe so einen Eierkocher. Die habe ich mir allerdings. Ich mache jetzt man nicht immer hier unseren Bildschirm rein. Mache ich ab und zu mal, aber sonst kannst du auch gerne selber pausieren. Ist schon Okay, heute okay, Morgen okay. Ich gemacht, finde weil es ich aber schon schön, heute dass du früh der zum Schluss einfach Behältnis sagte. Frühstück 3 Eier gegessen habe. Deswegen ist. Was liegt hier denn im Hintergrund? Ist das ein Walkman? Ah, das ist ein Nintendo und darunter ist die Tasche, ne? Das ist der Nintendo, Nee, das glaube ist ich, und groß. darunter ist Nee, die das sieht Tasche. aus wie. Nee, ich finde. Nee, das ist nicht der Nintendo und oder die Tasche, der ist ja viel zu groß. Für mich sieht es aus wie so ein kleiner Werkzeugkoffer. Für mich sieht das aus wie dieses Nintendo 3DS. Kann auch Und sein. darunter ist dann die Tasche für den 3DS. Ist auch sinnvoll, sein Nintendo dann auf die Tasche zu legen, nicht in die Tasche, aber hey. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Für mich sieht das aus wie so ein kleiner Werkzeugkoffer. Piept bei dir Aber. was im Hintergrund? Meine Grübele. Okay. Wir sind jetzt auch in Anführung 5. Ich esse aber auch nicht alle 5, sondern halt nur 2 oder 3. Nein! Mal gucken, je nachdem, wie lange es dauert, bis ich satt bin. 2 oder 3 mal 5 meint er jetzt bestimmt, oder? Aufgrund von Akku und aufgrund von Zeitgründen werde ich das natürlich ein bisschen abkürzen. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier schon das Brot, ich habe die Wurst, ich habe die Butter. Das wäre alles kein Thema. Es ist eine Sache, die Rainer seit. Ich habe ja die alten Videos durchgeguckt, ne? For research purposes. Das ist eine Sache, die hat Rainer seit 2012 nicht auf die Kette bekommen. Selbst in 2012 und in 2013. Naja, wobei, nee, stimmt nicht. 2012 waren nur 4 Videos. Da war es eher nicht so. 2013 eher, 2013. Gibt es so viele Videos, die eröffnet werden mit.
Ja, der Akku hat nur noch so und so viel Ja, Prozent. das ist aber, das hat er sich selber als Running Gag mal angedichtet. Ja, das ist ja der Running Gag. Mein Akku ist ja immer leer, wie immer. Meine Leute, ich musste gerade kurz pausieren, ne? Und in der Zeit haben wir noch einen netten, wundervollen Gast bekommen. Und zwar der liebe Ungol. Ja, Mädel. Mädel, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Freue mich, wenn du da bist. Also Ungol, der Kanal wird natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Da sollte man mal draufgehen und Hallo sagen bei dem guten Mann. Der macht richtig gute Videos. Vielen Dank, danke, Finde danke, ich danke. sehr gut. Bin ich drauf auch mal gespannt von einem Zuschauer, der hat mir das geschickt, erkennst du eigentlich Ungol? Und da habe ich mal gesucht und dann bin ich auch wirklich in deinem Kanal hängen geblieben, da habe ich ein bisschen durchgeschaut. Ja, das freut mich natürlich. Und guten Morgen, Annette. Guten Morgen. Ja, also, was gucken wir denn heute Schönes? Wir gucken Projekt Brot und Brötchen. Gott, ist er wunderschön. Er ist ein wunderschöner Mensch, oder? Die Haare, ein Traum. Die hat Annette auch gleich angesprochen. Und kurz darauf hat er gesagt, ja, meine Haare sehen ziemlich geil aus gerade. Ist schon. Weil er frisch aus der Dusche kommt. Genau. Ganz frisch. Er sieht eigentlich, ich sag jetzt lieber nicht, wie er eigentlich aussieht. Ja, okay, ja, dann, Ich ich bin sag, gespannt. ja, let's go weiter. Aber die Eier muss ich natürlich erst schälen. Deswegen werde ich aus Zeitgründen ein Ei jetzt schon mal schälen und euch. Sagt man schälen oder pellen bei euch? Pellen. Pellen. Pellen, auf jeden Fall pellen. Also, schälen ist so mit so einem, Also, es ist wie Sparschäler eine so. Genau, Eierschale, genau. aber es ist zwar eine Eierschale, aber trotzdem pellst du sie. Ja, ist so. Man schält ja irgendwas, das roh ist. Und wenn man es fertig gemacht hat, pellt man es, kann das sein? Deswegen nennt man auch Pellkartoffeln und nicht Ja. Schälkartoffeln. Wenn sie noch roh sind, schält man sie. Wenn sie gekocht sind, pellt man sie. Ja, kommt die Pelle ab. Genau. Ich musste gerade übrigens mir das Lachen sehr verkneifen. Das Erste, was ich höre, was Rainer sagt, ist Ei. Es sei denn, es sind Weißwürste, dann zuzelst du sie. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Dann zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Ganze schon mal soweit. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Weißwurst gegessen. Das muss ich unbedingt mal nachholen. Nicht. Ja. Ich mag sie Ui. nicht. Ich muss Ich es esse unbedingt mal keine nachholen. Weißwurst. Also mit dem Vorbereitet. richtigen Senf, ein Traum. Ich werde es auf jeden Fall nachholen demnächst. Hab mit dem Ei geschält. Ich habe es absichtlich noch nicht geschält gehabt, deswegen wollte ich es euch noch zeigen. Sagt er jetzt mit Absicht immer schälen, um uns zu ärgern? Ich glaube, er macht das mit Absicht. Glaube, er will dich triggern, Arni. Ich glaube auch, ich glaube Ich glaube, Arni, du musst auch generell mal einfach mal zum Frühshoppen gehen. Ich habe hier ein Bier stehen, also. Oder meinst du jetzt wegen der Weißwurst? Nein, das nennt sich Frühschoppen. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Aber bei Ja, uns ist musst du hin. Frühschoppen eher trinken anstatt als essen. Ja, aber da auch, aber mit Weißwürsten dazu. Die Okay. gibt's beim Frühschoppen. Ja, und da gibt's auch Bier. Da bin ich Und dabei. Bier. Schön in die Nussecken rein. Dann muss ich es noch schälen und dann sehen wir uns gleich Er sagt mit wieder. Absicht Sehen wir immer uns wieder in schälen. das Brettchen, das sieht ein bisschen dreckig aus. Weil es Das sieht dreckig nicht. ist. Weil Genau, es weil es dreckig dreckig ist. ist. Genau deswegen sieht es dreckig aus. Guckt euch das mal an hier. Das, da, hier, da. Ich weiß nicht, ihr seht das jetzt Ja. wahrscheinlich anders, weil ihr das im Gegensatz zu mir in eurem Leben schon sehr häufig getan habt. Aber was Was? mich hieran gerade so unglaublich stört, ist der Aschenbecher. Nee, Ja. also Oh, doch. Nee, Annette geht das gar nicht. Geht überhaupt gar nicht. kann man nicht Also machen. selbst als Raucher, also ich habe in meinem Auto habe ich nie geraucht, als ich noch geraucht habe. Und mit der Fluppe in der Nähe von Lebensmitteln geht überhaupt gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Vor Also allem hier in einen so einem Aschenbecher stehen zu Kochvideo, haben, ne? kein Fall. Ja, und dann gerade in einem Video, das ja von einem YouTuber, von einem Profi-YouTuber, Lulz, gemacht worden ist. Ja, hier den großen Dieses Aschenbecher noch Bit? stehen zu haben. Nee. Nee, schade. Nee, geht gar nicht. Hast du recht, Annette. Das ist aber nur eine Rinde vom Brot. Ich habe jetzt hier das Ei, frisch geschält. Wenn ihr noch Schläge das einmal mal hier geschält sagt. eben kurz ab. Dann nehmen wir, wie üblich, zunächst mal. Erklär mir bitte die Logik dahinter, das Ei zu pellen und es dann ohne die Schale, Auf also die Wurst quasi zu so, legen. wie du es dann isst, auf die Wurstverpackung zu leben und nicht Ja. einfach wieder auf die Eier in die Schale zurück. Die Tut ja den Eiern ja sauber in der sind. Schale Die ist nicht doch weh. noch zu, die ist steril im Winkelland.
Ja, genau. Wer Aber weiß, die wer da schon. Außenverpackung von außen nicht, die war ja schon überall. Wer da überall schon alles dran gefasst hat und so. Und der hat doch hier noch so ein Unterdeckchen liegen und so weiter. Hätte er auch da drauflegen können zur Not. Oder eben zurück auf die Eier. Oder in den Aschenbecher vielleicht, so wie ich Rainer kennen So ein würde. schönes, so ein schönes Hallo, die 80er Jahre wollen ihr Gummi-Set wieder haben. Ja, genau. Traum. Mal das Brot und die Butter. Er isst ja normalerweise keine Butter, ne? Ich glaube, die Videos sind im Abstand von irgendwie einer Woche gekommen. Da hat er schon wieder einen neuen Block drin, der auch schon wieder halb Ich wollte aufgefuttert ist. gerade sagen, der andere Block war nämlich ja schon Er war schon nur ziemlich noch ein aufgegessen. Viertel. Und Das war dann, nur wie noch er ein sich wieder Viertel. einfach, Bruder, so schneide ich mir Käse ab, wenn ich aufs Brot lege. Jetzt soll er jetzt 4 Pfund Butter her. Herr Winkler, sollen wir einpacken? Ne, esse ich am Stück. Ist ich auf dem Weg nach Hause. Ein bisschen weicher, weil sie dieses Mal nicht im Kühlschrank war, Gott sei Dank. Die habe ich hier im Zimmer aufbewahrt gehabt. Ja, Gott sei Das heißt, die Dank. ist dieses Mal ein Cut. bisschen geschmeidiger zum Schmieren. Finde ich persönlich schon mal ein ganzes Stück besser. Aber Butter muss in den Kühlschrank. Wenn er sie nur im Zimmer Das hat bei stehen Butter hat, immer dann so wird ein die doch Problem. super schnell ranzig, Ja, oder nicht? natürlich. Wenn man Butter, Boah, er räuchert die Butter. sobald man Butter ein bisschen weich macht, hat man echt ein Problem damit. Warum Also ist das das hier, diese Problem, wenn die Stelle, Butter macht er weich da? ist? ja, er drückt einfach Butter drauf, er streicht die gar nicht, er drückt die drauf. Hier, diese Stelle sieht für mich noch ungefähr okay aus. Wo jetzt mit dem Messer, von euch aus gesehen, ihr könnt ja meinen Mauszeiger nicht sehen, mit dem Messer noch so 2 Zentimeter nach vorne. So, hier diese Stelle sieht für mich okay aus. Der Rest ist einfach, die Butter ist ja fast so dick wie das Brot. Geht noch was. Bruder. Wie Da geht noch heißt was. das? Wenn die Wurst so dick wie das Brot ist, ist Wurst, wie dick das Brot ist. Ei, Annette, das ist nur der Leberkäse vom Globus. Was Bescheid? Sie hatte zu lange. Ich habe den letzten gehört, ich musste wieder zusammenpuzzeln. Den Leberkäse vom Globus? Den muss man auch Nee, zusammenpuzzeln. den Spruch gerade, aber den muss man auch So, zusammenpuzzeln. dann hätten wir hier mal das Brot. Aber nur den guten Pizzalieferkäse, ne? Auf der einen Seite ist die Butter okay, auf der anderen Seite ist halt ein halbes Kilo drauf, ne? Schön bestrichen mit der Butter. Schön. Guck mal, auf der Seite finde ich das sogar noch okay, so wie das hier aussieht. Auf der von uns aus gesehen rechten Seite. Auf der linken Seite ist einfach nur noch ein Klumpen Butter drauf. Denke mal, in Reinheim ist es aber eher andersrum. Für ihn ist die Seite, wo der Klumpen ist, Ja, in okay. Und Reinheim macht man das so. ja. Sehr schöne Anspielung auf das Video Nordische Mythologie. Bei Ja, ein Mad Dog Traum. zu Also sehen. ich hab Tränen gelacht. Vor allen Dingen Reinheim habe ich jetzt irgendwie etabliert. Das ist einfach wundervoll. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Ich freue mich, wenn Achso, ich nicht wundern, Inspiration dass es sein zwei darf. Scheiben sind. Das ist Absicht. Das ist einfach nur ein bisschen Dekoration, dass es besser aussieht. Kleine Tricks beim Kochen. Ja, kleine So, Tricks jetzt beim schneide ich als Kochen. nächstes das Brot, das Kocht Ei gerade. in Stücke. Ich koche auch gerade. Ich nehme dafür heute mal ein Küchenmesser, Ja. weil das Küchenmesser ist sehr. Normalerweise nimmt er Taschenmesser, ne? Heute nimmt er mal ein Küchenmesser, ausnahmsweise. Junge. sehr scharf ist. Ja. Wenn ihr sowas natürlich benutzt und selber vor allem noch minderjährig seid oder das. Das ist was, was mich so richtig. Ich lasse dir mal den Satz aussprechen. So, immer schön drauf aufpassen, dass ihr euch nicht schneidet, beziehungsweise im Fall des Falles, je nachdem wie jung ihr seid, natürlich im besten Fall noch immer die Eltern fragen. So, das ist ein Ding. Hier fragt bitte die Eltern, wenn ihr mit dem Messer schneiden wollt. Ja, oder passt gut auf. Je nachdem, wenn ihr jung seid, müsst ihr Mama und Papa fragen. Übrigens, in meiner Videobeschreibung ist mein Y-Hamster-Link verlinkt hier. Ja, da könnt ihr auch mal drauf gehen. Da ramme ich mir halt Sachen rein. Junge, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich wusste auch, dass du genau darauf jetzt eingehen wirst. Und Junge. es ist auch so utopisch. Ja, scharfe Messer, schön in die Hand hacken. Oh Gott. Bruder. Also ich meine, gut, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch alt genug sind, um mit einem Messer umzugehen. Aber ich an eurer Stelle würde keine Küchenmesser verwenden, weil die sind höllisch scharf. Ich benutze es nur deswegen, weil ich im Moment kein anderes scharfes Messer habe. Keins Was ist denn sauber das hat. für eine Logik? Was ist denn Aber das für eine er Logik? benutzt ein scharfes Messer, weil er kein anderes scharfes Messer hat, oder was hat er jetzt gesagt? Ja. Ja. Junge. Hat er nicht in dem anderen. Okay. Ja, nee, ich stelle es nicht in Frage. Was? 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 Ich stelle es nicht in Frage. Okay.
Er nimmt übrigens zwei Brote, weil es schöner aussieht. Ja, Tricks beim Kochen. Während, na, ich würde sagen, 15 cm weiter oder 16,5 cm weiter der Aschenbecher steht. Ja? Er nimmt aber zwei Scheiben Brot, weil es besser aussieht. Hm. Okay. Kleine Tricks. Das ist halt eklig. Tatsächlich habe ich wirklich keine scharfen Messer. Ich habe wirklich nur das hier gerade aktuell. So, dann lege ich das mal hier zur Seite. Natürlich habe ich hier wieder eine Unterlage. Was natürlich ist wieder. Das erste Mal. Das, ja. Ne, stopp, wir haben ein paar zwei nicht gesehen. Wir haben ein paar zwei nicht gesehen, ja, stimmt. Also wir haben es gesehen, aber wir haben es hier nicht gemacht. Die schön sauber ist, die ist extra fürs Kochen gedacht. Also beziehungsweise fürs Essen eigentlich ist es so ein. Ich glaube, die Dinger nennt man sogar Platzdeckchen. Platzdeckchen, oder? Ja, ich glaube schon, ne? Ich nenne die Set. Ja, ein Set, Platzdeckchen sind ja einfach mehrere. Nee, Sets sind die diese unter Teller und so Zeug, damit, okay, damit die Tischdecke geschont bleibt auch. Okay, okay. Also ich habe keine Tischdecke und bei mir sind die Dinger aus Filz. Ich habe auch keine Tischdecke und bei mir sind sie aus hier, wie heißt das? Ach ja, aus Baum, aus Bambus, Baum. Grüße an Greta Thunberg. Was? Ja, bei mir sind die aus Filz und zwar aus zweifarbigen Filz, dass ich die von links nach rechts drehen kann und unterschiedliche Farben habe. Mhm. Ja, aber aus Filz, da musst du doch, wenn das einmal das Ei drauf liegt, dann musst du sofort waschen, oder nicht? Hier, diese Dinger kannst du einfach mit einem nassen Lappen einmal drüber, dann ist sie wieder sauber. Ja, wenn ich die auch mal Filz benutzen würde, weil ich die nur benutze, wenn ich auch tatsächlich einen Besuch da habe. Filz stelle ich mir jetzt echt nicht praktisch vor. Es sieht halt hübsch aus. Ich habe auch die passenden zu. Ich habe zum Beispiel auch die passenden Glaswärmer dazu, auch aus Filz. Problem ist halt nur, wenn du zum Beispiel ein Glas hast, was halt zum Beispiel gekühlt ist oder so und dann ist das nass oder sowas am Boden, ne? Wegen Kondenswasser und so weiter, dann wird der Filz halt auch nass. Also die aus Filz, die kenne ich, diese Glasuntersätze, aber also so ganze Sets oder Platzdecken kenne ich damit gar nicht. Also nee, ich auch nicht. Ist halt, aber wie gesagt, ich benutze sie halt so selten, weil wenn mal ich. Weil sie unpraktisch sind. Essen da, nee, wenn ich mal jemanden zum Essen da habe, ich habe halt nie jemanden zum Essen in der Wohnung. Und die Single-Show geht so weiter. Ich bin alleinstehend. Es ist nichts geworden. Ich bin hier übrigens immer alleine. Nee, es ist doch so, wenn du. Schau, mein Esstisch, wenn ich alleine essen würde, dann würde ich einfach auf eine Wand gucken. Da ist kein Fernseher, da ist kein PC, deswegen esse ich nicht am Esstisch. Mein Esstisch ist mittlerweile einfach nur eine erwartete Arbeitsfläche. Da steht mittlerweile mein Laser drauf. Ja, ich weiß. Hast du mir schon mal gezeigt. Ja, also. Gut, dann habe ich hier jetzt. Normalerweise könnte man jetzt einfach das Ei auf das Brot packen und hätte ein super Ei-Brot. Also das geht auch ohne. Das hier war übrigens Part 1 von Projekt Brot und Brötchen. Ne? Part 1 ist damit fertig gewesen eigentlich schon. Er hätte dann eigentlich in Part 1 nur die Eier drauflegen können, hätte es in zwei Parts geschnitten und hätte dann zwei Videos in einem gehabt. Wie gesagt, ich esse ja keine Eier. Deswegen jetzt eine Frage in die Runde. Ist Ei-Brot eine Sache? Ja, ich esse auch ganz selten Eier. Ganz selten. Also Ich meine Freundin aus Denken, Schwiegervater hat halt Hühners und Wachteln und dementsprechend haben wir immer allergeilste Eier in Bioqualität und da kommt das halt öfter mal vor, ne? Ist schon, also ist eine nice Sache. Ja. Wenn man es mag, ja. Wenn man es mag, genau, das ist natürlich Geschmackssache. Ich mach's heute mal mit, bis ich festspannen will. Ich habe den ganzen Tag noch nicht richtig was gegessen. Hat er nicht so vorhin gesagt, dass er schon. Jetzt mal hier so. Ach, ist egal. Nehmen wir meinen Fall jetzt. Am Anfang des Videos sagt er doch, er hat gefrühstückt. Und deswegen ist doch auch das Messer noch so dreckig. Da ist doch noch Butter dran vom Frühstück. Und jetzt erzählt er uns wieder, er hat den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ja, du weißt doch, das ist meine Theorie, die dahinter steht, ist die Multiversum-Rainer-Theorie. Der switcht immer. Das ist kommt immer ein Rainer aus einem anderen Universum auf einmal. Und dann passiert sowas. Keiner hat Akku. Ich habe jetzt hier mal so eine relativ billige Wurst. Normalerweise kaufe ich mir Wurst immer bei meinem speziellen Bäcker. Ist das ein Was? Ja, was wolltest du Ausnahmsweise sagen? Hat er eine relativ billige Wurst. Normalerweise kauft er die Wurst beim Bäcker. Jedes Mal, wenn er irgendwas macht, egal ob frühstücken oder egal wann, er hat immer die Ja-Wurst. Immer. Eine Frage. Er kauft die Wurst ja und das Fleisch immer bei seinem Spezialbäcker. Das ist richtig, ne? Mhm.
Ja, bei dem Spezialbäcker, wo man auch Wurst kauft. Hm? Ja, das gibt's da wirklich. Also Gibt's da wirklich? der Bäcker da hat auch Fleisch und so, ja. Ach Aber so, er meint so. wahrscheinlich den Bäcker im Rewe, und im Rewe gibt es ja nun mal auch Ja-Wurst, und deswegen denkt er, weil der Bäcker ja auch im Rewe ist, ist das die Wurst vom Bäcker, die Ja, Ja-Wurst. das ist die High-End-Schinkenspicker von Ja. Genau. Ne, Schinkenspicke ist ja eigentlich von Rügenwalder Mühle die Hausmarke, der in dieser komischen Wellenform. Und die kann man aber essen. Ja. Habe ich früher auch häufiger. Wo wollte ich hin? Genau. Zu deiner Multiversumstheorie. Ich glaube, du musst es einfach anders sehen. Es gibt Rainer Winkler und dann gibt es Drachenlord und dann gibt es Joker Drachenbade, 1510 und dann gibt es noch den Drachengames LP. Drachenbaden. Und dann gibt es noch Drachengames LP und das sind fünf verschiedene Persönlichkeiten und die Er muss teilen halt sich aber fünfmal alle einen frühstücken. Körper. Ja. Ist er Wenn so dick? Drachenlord gegessen hat, dann hat aber Rainer Winkler noch nicht gegessen. Ach Richtig. so, Wenn ach er also in seinem Video sagt, das ist noch vom Frühstück vorhin, aber er hat den ganzen Tag noch nichts gegessen, dann ist das gerade Drachenlord, der ein Video aufnimmt, der den ganzen Tag noch nichts gegessen hat, auch wenn Rainer vorher gegessen hat. Das finde ich eine sehr gute Theorie, muss ich sagen. Die finde ich auch sehr gut. Und das würde auch erklären, warum er so dick ist. Weil der eine weiß ja nicht, ob der andere gegessen hat und dann essen Eben. alle. Ja, er muss halt fünfmal frühstücken, fünfmal Mittagessen und fünfmal Abendbrot. Also kann er für seine Adipositas per magna gar Kann er nichts. gar nichts, nein. Deswegen sind ja auch fünf Eier hier in der Schale. Ne? Jeder darf dann Seht eins ihr? essen. Seht ihr? Seht ihr? Theorie Fünf! bestätigt. Fünf, ja. Oh, sehr gut. Fünf Also Eier, ja. vier Eier in der Schale, und eins macht er gerade, weil ja der Drachenlord gerade isst. Und wenn Rainer Winkler, der Drachenbade, Drachengames LP und Joker 1510 nachher noch Hunger haben, dann können die auch noch mal frühstücken hier. Also super. Ja, also ich finde die Theorie, die ist sehr schlüssig, Annette. Finde ich Ja, gut. auf jeden Fall. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, manchmal habe ich auch einen Fleisch. Geistesblitz. Habe ich jetzt heute fürs Video mal nicht gemacht. Heute, gerade fürs Video, nimmt er Billigfleisch, weißt du? Ha, was ein Zufall. Und gerade heute fürs Video hat er auch keine So, wie Tomaten und viele Gurken Scheiben da. Wurst ihr auf euer Brot packt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Nein, es ist Gesetz, dass da zwei Scheiben drauf gehören. Das ist einfach Oh so. Mann. Das Oh. steht mit Buchstabenmagneten, steht das am Kühlschrank. Was am Kühlschrank steht, ist Gesetz. Da macht man doch zwei Scheiben drauf, was oder nicht? Ja, komm, die drei schenke ich ihm. Guck mal hier, da ist doch genau Platz. Wenn diese Wurstscheibe jetzt hier, diese eine, an die andere ankommt, ist das ganze Brot genau bedeckt. Ja, aber dann hast du Also, oben ich ganz, finde, also, ganz, ganz. ja, du kannst es mit zwei machen. Ich finde aber drei auch legit. Vier hätte ich Ja, gesagt, nee. schwierig. Aber zwei, Ach doch, drei finde ich noch Adi. legit. Man kann doch mal Zwei wären noch. gönnen. Er hat doch Ja, das, gut, man kann ja gönnen. er hat doch extra Hast die ja recht, günstige hast ja Wurst recht. Er hat geholt. extra die günstige Wurst geholt. Das stimmt. Und er hat ja auch noch nichts gegessen den ganzen Tag. Aber wenn es um sowas wie hier Brötchen frühstücken geht, da kriege ich halt, da habe ich Zwangsneurosen, ne? Die untere Hälfte vom Brötchen muss immer mit Butter und Salz gegessen werden. Da darf nichts anderes drauf. Hey, wow. Und die erste obere Hälfte ist dann meistens der Fleischgang und die obere Hälfte vom zweiten Brötchen, die untere Hälfte wieder mit Butter und Salz und die obere Hälfte vom zweiten Brötchen, die darf dann mit Nutella oder mit Käse. Also, welche Seite ist besser, die untere oder obere für euch beim Die Brötchen? untere, Das ist jetzt. immer. Bitte? Obere. Immer die untere. Oben. Ich bin auch wirklich bei unten. Echt? Warum? Ich weiß es nicht. Warum? Warum? Ich finde, weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde die untere. Schreibt mal in den Chat, falls bis hierhin überhaupt noch einer zuschaut. Jetzt eine Stunde 15 Minuten, wir sind noch nicht mal im zweiten Video fertig. Schreibt mal bitte, was. Hashtag Unterseite oder Hashtag Oberseite? Also als Kind fand ich auch unten geiler. Jetzt so, wo ich nicht mehr Kind bin, fand ich auf einmal oben geiler. Es kommt, also ich finde die obere Seite geiler, zum Beispiel mache ich das gerne. Und jetzt wird es richtig perversiko, ne? Ich mache das sehr gerne auch beim Frühstück. Wenn vom Vorabend zum Beispiel, wir haben da gegrillt oder so, ja? Und da ist noch Tzatziki über. Dann nehme ich die Oh. Oberseite, schneide die in dem Schlitz schneide ich die durch und dippe dann die beiden Hälften einfach in den Tzatziki. Auch morgens, Ja, geht fit. geht absolut fit. Pizza geht ja auch zu jeder Tageszeit fit. Absolut, finde ich auch. Wie viele Scheiben Wurst ihr auf euer Brot packt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich in meine. Moment, und da muss ich noch ganz kurz einwerfen. Ich bevorzuge ovale Brötchen vor kreisrunden und viereckige machen mich richtig fertig, weil es richtig kacke ist, weil Wurst immer rund ist. Und dann hast du viereckige Brötchen. Ich mag auch lieber ovale Brötchen. Ja, oval gefällt mir auch am besten. Wobei diese, ich sag mal, diese eckigen, die aber trotzdem so sehr, sehr weiche Rundungen haben, also die halt nicht wie so ein, ne, wie so ein Würfel sind.
Die gehen auch klar, finde ich. Also die gibt es ja da bei diesen Expressbäckern in den Supermärkten. Und die finde ich gehen klar, so mit Kürbiskern oder so einem Scheiß. Oh ja, die sind auch lecker, doch. Ja, doch, die Kürbiskerne sind ganz gut, ja. Ihr dürft ja gerne mal in den Kommentaren abstimmen. Oval, rund, viereckig. Ja, Hashtag oben, unten und Hashtag oval, viereckig oder kreisrund. Ja, genau, oben, unten auch noch wichtig. Beide Abstimmungen brauchen wir. In dem Fall packe ich jetzt mal drei Scheiben drauf. Ganz genau. Dann verteile ich natürlich noch schön die Scheiben vom Ei darauf. Was er wieder in seiner Hand hat. Der hat da wieder durch den Stacheldraht gegriffen hier. Boah, diese Wursthände. Je nachdem, wie viel oder wie gerne ihr Ei esst, könnt ihr natürlich mehr oder weniger Eier benutzen. Ich persönlich finde, ein einziges Ei passt perfekt auf eine Scheibe normalem Schwarzbrot. Bei uns heißt es Schwarzbrot, ich weiß gar nicht, wie das bei euch heißt. Mischbrot. Jemand hat mir auf Snapchat, glaube ich, geschrieben, dass dieses Schwarzbrot bei euch oder bei bestimmten Leuten anscheinend ein Vollkorn-Roggenbrot. Ja, ich kriege auch ein zu viel, wenn er sowas Schwarzbrot nennt. Ein Schwarzbrot ist ein richtig schwarzes. Das ist aber in Bayern ist das wirklich Schwarzbrot. Das wird so genannt. Ich weiß. Und das haben wir vorhin geklärt. Also wir nennen das auch Schwarzbrot. Das ist auf keinen Fall ein Roggenbrot, oder? Das kann Roggen, so ein Graubrot sein. Meinst du? Kann Roggen sein. Doch, Graubrot auf oder sowas. Ja, ein Roggen, ja doch, kann sein. Ja doch, stimmt. Brot ist, irgendwie, glaube ich, oder so. Mit dem Oster, jedenfalls ein ganz, ganz normales Schwarzbrot. Und das wäre jetzt im Prinzip das fertige Gericht. Jetzt kommt normalerweise noch Salz oder Pfeffer drauf, je nachdem, was man möchte. Ich mache jetzt nichts drauf, weil ich habe jetzt nichts hier. Junge, als wenn ich's. Glaskugelecke am Stissel! Er ist wieder da, einfach. Glaskugelecke ist wieder am Stissel. Junge, er hat keine Tomaten, er hat keine Gurken, er hat kein Salz, er hat keinen Pfeffer. Will aber ein Kochvideo machen, wo er sich ein Brot schmiert. Bruder. Salz und Pfeffer hast du halt immer da. Jetzt mal Frage, auch Frage an die Runde. Würdet ihr das noch salzen? Die Wurst ist doch schon völlig übersalzen. Also ich kenne diese Wurst nicht, weil das nicht so mein Fall von Wurst ist. Aber ich würde halt das Ei salzen wahrscheinlich, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, für mich müsste da kein Salz mehr drauf. Das ist mir alles Salz genug. Ich mag halt diese Konsistenz von dem Eiweiß nicht. Deswegen würde ich es gar nicht essen. Also gekochtes Ei, das Eiweiß, ich mag diese Konsistenz nicht. Der Geschmack ist okay, aber diese Konsistenz im Mund, dass das nur so rumwabbelt, das ist irgendwie nicht meins. Ist wie Aspik, ne? Ja, genau. Geht gar nicht. Also es schmeckt super lecker. Ja, ist auch so, wenn man so Sülze oder so nimmt, ja, dieses ganze Gewabbel drumrum, das schmeckt ja gut. Auch so richtig salzig und so weiter, aber es ist halt ein Gewabbel im Mund so. Bin ich auch überhaupt nicht für zu haben. Nee, also das ist. Nee. Drüben in der Küche für das Video brauche ich das ja jetzt auch nicht. Wie gesagt, man kann es noch original schön salzen, pfeffern. Je nachdem, wie gerne ihr die Sachen variiert esst, würde ich euch empfehlen, wie gesagt, vielleicht noch Remoulade, passt perfekt zum Ei. Vielleicht auch noch ein bisschen Petersilie oder ein bisschen Oregano. Hat er beides nicht da? Jetzt haben wir beide gleichzeitig. Alter, das ist doch. Der will da jetzt Oregano draufschmeißen. Oregano würde ich dann nicht drauf machen, nee. Petersilie, okay. Petersilie könnte, ja. Aber Oregano, nee. Okay, auch nochmal kurze Kommentarabstimmung der Bitte. Ist es für euch Oregano oder ist es für euch Oregano? Nein, naja, wie willst du das denn ausschreiben? Es wird ja trotzdem gleich geschrieben, du Dulli. Oregano oder Oregano? Ich sag's manchmal so, bin ich ganz ehrlich. Es geht mir genauso, ich weiß es auch nicht. Wie habe ich es denn gerade ausgesprochen? Oregano. Ach so. Ich glaube, ich habe es einfach extra nicht so ausgesprochen wie Rainer. Kann man auch perfekt dazu essen. Tomaten sind natürlich auf Sinnebrot immer geil. Genauso wie ein paar normale Stangengurken. Heißen die Stangengurken? Die essen Salatgurken. Und finde ich darauf jetzt, weiß ich nicht. Nee. Also Gurken und Ei und so weiter, nee. Also Tomaten, klar. Aber Gurke, Ei geht nicht zusammen, finde ich auch nicht. Nee, finde ich auch nicht. Geht irgendwie nicht fit. Also ganz normale Gurken halt oder auch Essiggurken gehen beide. Kann man machen, wie man möchte. Ich persönlich mag ja keine Essiggurken, nur ganz. Ich mag sehr gerne so Gewürzgurken oder so. Also die könnte ich mir einfach daneben legen und einfach so von abbeißen. Ja, super lecker. Das ist lecker.
selten mal. Für ganz besondere Ideen kann man noch zum Beispiel Champignons drauf tun. Da habe ich auch noch welche da für das nächste Brotprojekt. Bitte? Ich glaube, das war ein Quatsch. Es geht ja um Brot, Brötchen. Also auch das könnt ihr mal in den Kommentaren lassen, finde ich. Wer packt sich Champignons aufs Brot? Nee. Ich mag sowieso keine Pilze. Also ich stehe total auf Pilze, aber auf dem Brot sehe ich die also überhaupt nicht. Nee. Annette, was meinst du? Bin ich komplett raus. Annette schläft okay. Schon wieder. Nee, da bin ich einfach komplett raus. Ich würde halt das mit dem Ei schon gar nicht erst essen. Ich würde nicht auch noch mehr draufpacken. Weißt du, es hat halt irgendwann Grenzen. Du kannst halt nicht alles zusammenpacken. Doch, das geht. In Rheinheim geht das. Also es gibt hier bei uns auch so eine Burgerbude. Da ist Belag, also der Burger an sich kostet schon irgendwie 12 Euro und was. Dann gibt es aber noch Toppings, also Jalapenos, verschiedene Soßen und so weiter. Tomaten, Gurken und so weiter. Das kostet alles nichts extra dann. Ja, und es gibt 15 verschiedene Toppings. Und ich nehme immer 14, weil ich die Pilze weglasse. Man kann auch Pilze drauf bestellen, wenn man will. Das wäre Nummer 15, das lasse ich weg. Aber ich nehme alle 14 Sachen drauf. Mein Gott. Der Typ sagt, der guckt mich jedes Mal dumm an und denkt sich, das kann der doch nicht essen. So, weißt du? Ich bin jetzt auch nicht so ein reiner Verschnitt von der Figur her, weißt du. Und ich muss mich auch anstrengen, den Mund so weit aufzukriegen, dass ich den Burger in den Mund kriege. Aber es geht. Und Stullen? Oder Brot, Brötchen und Stullen sagt man aber nicht. Und Toast, glaube ich, habe ich es genannt. Oder Brot, Toast und Brötchen habe ich es genannt, genau. Wie auch immer. Es geht auf jeden Fall um verschiedene Gerichte damit. Und ich habe noch andere Sachen da. Ich habe drüben noch was für eine Abart von... Das werden wir im nächsten Video klären. Muss man jetzt nicht hier klären. Tut mir leid, dass ich wieder das abschweifen. Ist das nicht abartig genug, wenn er noch eine Abart machen will? Ich wollte gerade sagen, worauf will er jetzt hinaus? Auf seine Person? Ich versuche mich da momentan zu bessern. Auf jeden Fall viel Spaß damit, wenn ihr das selbst esst. So, ich für meinen Teil genieße jetzt mein Brot. Und die Augenbrauen drauf. Das Kauen zum Beispiel, das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Es sieht auch nicht wirklich sehr ästhetisch aus bei ihm. Ja, und zwischen Gott. Die Zahnlücken. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein. Und damit haben wir den nächsten Part geschafft. So, da sind wir wieder. Wir mussten gerade mal kurz pausieren, weil ich den lieben Ungold ja auch noch hier einblenden möchte. Danke, vielen Dank. Ein wunderschönes Bild. Ja, das ist ein Ungold. Das ist ein Ungold. Wer hätte es gedacht? Das ist ja verrückt. Resümee zu dem Video? Eher semi, oder? Also, ich weiß nicht, ob der das ernst meint oder einfach nur trollen will. das kannst du ja nicht ausdenken, dass du dich da hinsetzt, eine Stulle schmierst mit Ei und Billig-Jahrwurst und sagst, hier, ich koch. Ja, und ich hab das nicht da, ich hab das nicht da, ich hab das nicht da und ich hab das nicht da. Davon mal ganz abgesehen. Also. Das wäre, als wenn du jetzt ein Kochvideo drehen willst und hast aber die Hälfte der Sachen nicht da für dein Rezept. Ja, oder du brätst halt einfach nur ein paar rohe Nudeln und sagst, ja, tut mir leid, Wasser haben wir heute nicht. Ja, bin ich nicht da. So kocht übrigens Annette. Nudeln in der Pfanne. Annette schläft schon wieder. Nee. Ich koche einfach kaum Nudeln, also... Macht einfach keinen Sinn für mich. Nee. Gut, okay. Ich würde sagen, es wird nicht besser. Wir gehen in Teil 3. Dann let's go. Mette, Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Und ja, heute ein kleines Brotvideo. Er hat wieder das Nest an Frisur. Ich finde es so geil. Man kann das hier gar nicht erkennen irgendwie, aber... Ja, er ist aber auch ein wunderschöner Mensch, ne? Das kann man auch nicht anders sagen. Am Anfang hat man es aber wieder gesehen, dass er wieder... kennt ihr diese Wuschelpompoms, wo so Cheerleader mit rummachen? Ja, klar. Als hätte er sich so ein Ding oben auf die Stirn getackert. Ja, stimmt. Ich habe immer alles vorbereitet, dass ich es nur noch kurz zusammen machen muss. Und dafür habe ich euch heute ein... Er hat das Video doch geschnitten. Hat man jetzt gerade gesehen. Das heißt, er hat das Video ja auch gesehen und er denkt sich jetzt, diese Kameraeinstellung hier
stellt ihn in einem sehr positiven Licht dar. Ja, man sieht, dass die Lichtquelle von hier kommt. Softboxen von beiden Seiten sind noch nicht so drin, ne? Das ist viel Strom. Ja, sehr professionell. Fertiges, ein unfertiges und die Zutaten hergelegt. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Was ist das? Junge. Was ist das? Er nennt das selbst Stadtwursthappen. Was ist denn das oben rechts? Das ist ein Toast, dann ist Stadtwurst, das kenne ich persönlich nicht. Und da ist aber Schmierkäse drauf. Als Klotz. Ja, und er sagt uns jetzt. Diese Käsestückchen, diese Streich- oder Weichkäse? Ach, das ist auch. Ich sehe gerade, das ist eine Scheibe Toast, die er einfach gefittelt hat. Okay, das sind nicht vier Toastscheiben. Ja. Nee. Also er hat sich wirklich. Das ist ein nicht fertiges, das ist ein fast fertiges, da liegt ein Stück Wurst drauf. Und das ganz fertige ist, da liegt ein Stück Wurst drauf mit ein Stück Käse. Kannst du nicht ausdenken, Junge. Also eine Stadtwurst ist eine Wurstsorte, die der fränkischen Küche zugeordnet ist. Ist dabei grob Brühwurst mit Fleischeinlage. Meistens sowas Gewürze wie Pfeffer, Koriander, Ingwer, Majoran dran. Liest du gerade Wikipedia ab? Ja. Also du machst hier einen richtigen Dragon Monday jetzt. Ich weiß halt selber, ich esse halt selber keine Stadtwurst. Ich kenne das, aber ich esse es halt selber nicht. Deswegen habe ich geguckt, damit ich es erklären kann für die Leute im Video, die halt von der Stadtwurst noch nichts gehört haben. Ich habe auch noch nichts davon gehört. Ich bin ja Schmierkäse auf ein Stück Toast, kannst du nicht ausdenken. Obwohl laut Frau Müller bin ich ja auch Franke. Mit ostfriesischen Wurzeln natürlich. Das kannst du dir nicht ausdenken, oder? Nee, das kannst du ja wenig ausdenken. Also er hat sich verstanden. Ich sag mal, Entschuldigung. Bitte, ruhig aus. Ich sag mal, Gordon Ramsay, der wird jetzt schon auf die Knie fallen. Gordon Ramsay, der hätte schon drei Herzinfarkte. Der wird auf die Knie fallen, aber wirklich vor Verzweiflung. Ja, ich mag den Gordon Ramsay überhaupt nicht, aber nee. Ich liebe Gordon Ramsay. Wäre Gordon Ramsay in meiner Küche, würde der keine 5 Minuten überleben, glaube ich. Ohne Spaß. Wenn du so abwertend mit anderen Leuten sprichst, das ist einfach ein Drachenlord als Koch. Er ist eben nicht Drachenlord als Koch, weil er weiß, wovon er redet. Ja, ich sag ja, als Koch, er weiß ja, was er tut. Trotzdem ist seine Art einfach unausstehlich. Also da gucke ich mir lieber so einen Rach an, der das dann so sachlich und vernünftig und so weiter den Leuten erklärt. Das könntest du aber auch so machen oder so. Klar, dass das, oder hier, wie heißt dieser andere nochmal? Hier dieser Arnie, Frank Rosin. Arnie. Die ist schon klar, dass das alles so ein bisschen zur Show gehört und dass klar, die Leute das von vornherein wissen, dass das durchgeskriptet ist alles. Ja, freilich. Aber würde der in meiner Küche so mit mir reden, Bruder, der Dippe hängen, kannst du wissen. Ja, also ich würde auch nicht so mit mir reden lassen. Egal, ob man irgendwas verbaselt oder nicht, das kann man auch normal sagen. Da hast du völlig recht. Aber, ich würde von ihm gerne mal angeschrien werden wollen. Ja, du hast da sowieso einen leichten Fetisch drauf, ne? Ich wollte gerade sagen, das hört sich jetzt aber echt am Fetisch an. Also für einen geilen Abend für Annette wäre von Gordon Ramsay angeschrien zu werden und währenddessen mit Söder kuscheln. Das wäre so ein Abend für Annette, wo sie sagt, Junge, das ist das Paradies. Hell's Kitchen. Ich gucke mir so gerne die alten Staffeln davon an. Ja, aber das ist ja auch richtig cool. Das ist ja auch richtig cool, weil da sind halt Leute, die sagen, oh, ich habe gar keine Ahnung, warum mein Lokal nicht läuft. Ja, vielleicht, weil du verschimmeltes Essen verkaufst, du Arschloch. Nein. Das ist Kitchen Nightmares. Ach, das ist Kitchen Nightmares, ja. Aber das ist Kitchen Nightmares. Und da gibt es noch Hotel Nightmares. Da hatten die auch mal, ein Hotel, das war richtig fucking utopisch. Das war, glaube ich, mit einer der ersten, wenn nicht sogar die erste Folge, das Juniper Hill Hotel, das war der Wahnsinn. Da war auch die Eigentümer, die waren so fucking eingebildet und die haben so viel Geld für Dekorationen, für angeblich echte antike Dekorationen ausgegeben und hatten dann auch ein Originalgemälde von Hannibals Überquerung der Alpen, wo sich dann rausgestellt hat, dass es gefaked ist. Ja. Ja. Also ich finde die tollste Folge dieser Playboy mit der Plastik-Barbie, die super Kuchen macht, aber überhaupt keine Kritik verträgt und völlig ausrastet. Aber also, er ja auch nicht, ne? Gordon Ramsay ja auch nicht. Es hat mal jemand irgendwie, der sollte Wasser einfrieren und hat dafür heißes Wasser genommen. Und heißes Wasser friert nun mal schneller ein als kaltes Wasser. Ja. Und da hat er sich richtig aufgeregt, weil er das halt nicht wusste. Und da habe ich mir gedacht, Bruder, wenn man keine Ahnung hat,
einfach mal die Fresse halten. Also, da habe ich mir gedacht, nee, Junge, geht irgendwie so nicht. So, und da dachte ich mir schon, das war aber auch, vielleicht habe ich deswegen schon ein bisschen Abneigung gegen die Katze. Das war die erste Folge, die ich gesehen habe. Von ja, ihm. Das ist aber. Da ist ja, das passiert. Ist, und da, der ist Koch, der ist kein Chemiker. Das ja, aber auch als Koch musst du sowas wissen, finde ich. Ich bin kein Koch und kein Chemiker und weiß das. Und vielleicht ist das der erste Eindruck, den ich so von ihm hatte, dass das vielleicht so assi war und deswegen mochte ich den einfach nicht. Und ich bin einfach mit dem dann, nee, habe ich mir gedacht, nee. Und deswegen bin ich vielleicht mit ihm nicht warm geworden. Wo ich mir gedacht habe, ey, wenn man keine Ahnung hat, mach halt die Lücke zu und. Ja. Ne? Ja. Komm, also, wir gucken vielleicht mal den Jamie-Winkler weiter. Was? Ich habe jetzt in meinem Fall Toastbrot benutzt. Muss man aber nicht machen. Man kann auch ein anderes Brot nehmen. Schwarzbrot ist dafür auch gut geeignet. Und ja. Oh, nimm deinen Griffel aus dem Bild, ich kotze gleich. So, ja, aber er muss ja was von sich zeigen, sonst ist der Narzissmus nicht befriedigt. Er muss entweder sich selber filmen dabei oder er muss etwas drinne haben von sich in dem Video. Sonst ist es nicht schön. Na gut, die der Maulwurf, der wird ja jetzt nicht rauskriegen. Nee, ich habe jetzt einen anderen Schmelzkäse benutzt, das ist ja Schmelzkäse, ne? Also ich habe jetzt in meinem Fall Schmelzkäse solche hier benutzt. Ja, ich mag genau den. Eigentlich geht's furchtbar. Ich mag den. Ekelhaft. Ich mag den. Der geilste von Milkana ist der im Fässchen mit Gouda. Ja. Oh. Geil, Oma. Also der ist auch einfach permanent ausverkauft hier bei meinem Netto. Und wenn die dann mal welchen haben, werden direkt zwei Packungen gekauft. Ich habe von diesen Ecken da, von diesen Vielfaltsecken, habe ich immer nur eine Sorte gegessen und das war Sahne, weil das halt quasi der normale Frischkäse ist quasi. Weil, ganz ehrlich, wie pervers ist Schmelzkäse mit Salami geschmeckt? Das schmeckt super gut, ehrlich. Das schmeckt ist pervers, super geil. Das tut es schmeckt man super nicht. Gut. Es gibt Dinge, die es, tut es schmeckt man auch kaum nach, es schmeckt kaum nach Salami. Aber es schmeckt schon ziemlich geil. Du hast so einen ganz leichten Ansatz irgendwie. Aber am liebsten mag ich halt diesen Kräuterschmelzkäse. Also Kräuter ist für mich so das Nonplusultra an Schmelzkäse. Um den Salami, beziehungsweise eigentlich geht es mir um Schinken. Es gibt nämlich einen Käse, so einen Schmelzkäse, das ist ein Schinkenschmelzkäse. So, und eigentlich geht das Rezept so, man das nimmt Rezept. Ein Brot. Das hier ist ein Rezept. Man nimmt ein Brot, legt eine Scheibe Wurst drauf und schmiert Käse drauf. Das ist ein Rezept. Da koche ich aber richtig mal kulinarisch, wenn ich Frühstück mache, Mensch. Er hat ja richtige Rezepte erzählt, er hat richtige Rezepte entwickelt. Hier sieht man seine Rezepte, Bruder. Entwickelt. Ja, hat er selber so genannt. Erfunden, entwickelt, das ist... Oh Gott, Kannst du nicht ausdenken. Nimmt eine grobe, ja, es ist eine grobe Stadtwurst. Dann nimmt man, mit Toastbrot, es geht aber auch mit Schwarzbrot oder so. Dann macht man so kleine Häppchen. Jeder liebt ja Häppchen, ne? Kennt man ja von früher, wenn Mami die Häppchen gemacht hat. Oder auch Rainer. Und dann nimmt man eben so ein Häppchenbrot, nimmt so eine Scheibe Wurst und dann nimmt man so ein Stück Käse. Ich habe es hier mal vorbereitet. Und haut dann den Käse auf die Wurst. Ich habe es hier mal vorbereitet. Ja, und das isst man dann im Prinzip. Ja. Schmeckt ultra geil. Ach, das isst man dann. Das muss man dann noch essen. Ich habe jetzt ein bisschen große Brotstückchen, wie ihr es seht. Ja? Also da ist das Brotstückchen größer als die ganze Wurst. Ja, Rainer, dafür ist die Wurst, dafür ist das Wurststückchen aber auch fünfmal so dick wie das Brotstück. Aber das bereitet man halt so nicht zu. Das ist auch keine Zubereitung, das ist Aufeinanderstapeln von Gegenständen. Das sollte man überhaupt nicht so machen. Ich würde es auch nicht als zubereiten. Also er hat ein Wurststück einfach da draufgelegt, so fertig. Tada. Ich muss ja dazu sagen, wie gesagt, ich esse ja keine Stadtwurst, ne? Aber du machst halt Stadtwurst mit Musik. Oder du isst Schwarzbrot. Du tust das nicht mit Toastbrot essen. In Reinheim schon, wie du siehst. In Reinheim macht man das so. Stadtwurst mit Musik macht nichts. Ist so Standard. Das kann man auch kleiner machen. Jetzt musst du auch für die Zuschauer erklären, was Stadtwurst mit Musik ist. Da wird quasi die Stadtwurst mit Essig und Zwiebeln und so weiter einfach. Ach so Wurstsalatmäßig. So Wurstsalatmäßig. Das nennt sich Stadtwurst mit Musik. Dann wird die mit ordentlich Zwiebeln und Essig und Öl und Salz, Pfeffer. Wir haben ja richtig einen Bildungsauftrag heute, Leute. Ja. Und dazu wird auch. Dazu kann auch, also meistens werden halt nochmal zwei Scheiben Schwarzbrot halt dazugelegt oder so, wenn du das in der Gastwirtschaft halt bestellst. Und ab und zu ist dann auch mal so Käse dabei, aber dann immer irgendetwas Würziges halt. Irgendwas, kann ich mir gut vorstellen, ne? Doch.
Kein Schmelzkäse, nicht das, sondern nicht Frischkäse, sowas, sondern du, keine Ahnung. Ja, ein Bergkäse oder so ein Scheiß. Ich habe in Bayern, ich mache ja sehr gerne in Bayern Urlaub, in Bad Tölz. Und da gibt es eine Kneipe, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, das ist schon Jahre her, dass ich das letzte Mal war, die hieß das Schützenstüberl. Soll jetzt keine Werbung sein oder so, aber ey, Bruder, da war ich, ey, wir sind da reingegangen mit dem Kater. Du bekommst halt, wir haben strammen Max haben wir bestellt, ne? War mit 4 Leuten. Dann kommt der mit so einem Tablett um die Ecke geschissen und stellt das meinem Kumpel so davor, vor ihn auf dem Tisch. Ich sag, stell mal weiter in die Mitte hier, dass wir alle daran können, weil das war riesig, ne? Nee, sagte, das ist nur für ihn, eures kommt gleich. Ich sag, was? Ja, jeder soll so eine Portion essen und dazu gibt's halt 2 helle, so ein halber Liter helles Bier zum Frühstück. Morgens 8:30 haben uns gegeben. Junge. Also es war super gut. Ey, ich hätte mit dem einfach leben können. Und ich glaube, es hat irgendwie damals 8,50 Euro oder so gekostet. Ja? Also für das Essen, was du da bekommen hast, für 8,50 Euro, war das ein Witz. Mit 2 Bier dazu. Also das war super Hammer. Ich weiß nicht, ob es diese Kneipe noch gibt. Falls ja, super. Also falls ihr mal in Bad Tölz seid, gebt euch das mal. Ich finde das sowieso geil, wenn du, egal wo du in Bayern bist, du gehst da irgendwo hin und kriegst immer irgendwas Geiles zu kauen und immer ein Bierchen dazu. Also das ist total super. Ja, aber sowas ist halt ganz standardmäßig. Strammer Max, aber was das für ein Strammer Max war. Wie gesagt, es war ein Tablett voll. Es war einfach ein komplettes Tablett voll pro Person. Und dann war es damals, wie gesagt, es ist schon lange her, war es damals für 8,50 Euro, hätten es für 18,50 Euro verkauft, wäre es auch noch okay gewesen fast. Ja, so viel kostet das heute. Ja, also das ist immer noch, aber fair enough. Es ist super gut. Du bist auf jeden Fall satt geworden. Mehr als satt. Wenn man weniger Brot möchte, auf jeden Fall schmeckt das richtig, richtig geil. Und ich kann es echt nur empfehlen. Richtig, wie gesagt, ich habe jetzt leider keinen Schinkenkäse gehabt. Sondern ich habe jetzt. Junge, der haut dann Kilo Wurst auf so ein Stück Toast und will dann noch Schinkenkäse drauf machen. Auf die Stadtwurst. Da ist ja nicht genug Fleisch drin. Bruder. Ja, um fair zu sein, in dem Schmelzkäse ist kein Stück Schinken, ne? Nee, da ist kein Schinken, das ist einfach nur Aroma. Nee, aber es ist so ein bisschen Geschmack, so dieser Aroma. Aber du hast doch hier ein dickes Stück Wurst. Und der also muss doch wohl reichen. Der hat auch alle Vitamine. B, A, S, alle. F. Ja, genau. Hat nur diesen hier gehabt, diesen Schmelzkäse. Funktioniert aber genauso gut. Kann man genauso nehmen. Geht mit Kräutern, geht mit verschiedenen anderen Sorten. Ist aber richtig geil als geil. Kleiner Imbiss zwischendurch. Richtig, richtig ich geil. In meinem Fall ist es jetzt zum Abendessen, das heißt, ich muss mir ein bisschen mehr machen. Aber das schmeckt in einer Kombination richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Dann danke geil. Richtig, richtig geil. Ich fürs Zuschauen. Ach komm. Bah. Ja, genau, halt mal besser. Und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal. Haut rein, euer Drache und tschö. Warum war es jetzt notwendig, mit vollem Mund die Abmoderation zu machen? Ich finde es viel lustiger, dass er uns. Warte, darf ich es begründen? Weil er das Video geschnitten hat. Deshalb. Ja, und er hat es gesehen und hat gesagt, das ist jetzt perfekt. Ich mach mal hier wieder Ding. Ja, aber er hätte doch auch einfach die Abmoderation machen können. Und also sich dann einfach in den Mund stecken danach. Und sich dann das in den Mund stecken. Da hätte er auch das Problem beim Kauen nicht gehabt. Er hat das aber jetzt geschnitten und hat gesagt, das sieht jetzt richtig gut aus. Und das nehme ich jetzt. Auch hier im nächsten Video, man kann es sehen, ist es wieder die Beleuchtung von der einen Seite. Ja, wie der Mund aussieht, Junge. Als, ohne Spaß, ne? Er ist einfach kein Zahn mehr. Kleiner. Er wird schon kleiner. Wahnsinn. Aber guck mal, da sieht man noch ein bisschen Ohr, ne? Aveng Ohr. Das wird, glaube ich, von dem Hinterkopffett schon nach vorne gedrückt irgendwie, deswegen sieht man es noch. Das ist aber die Private Paula Gedächtnis. Ja. Ne? Ja? Also, Resümee zum letzten Video, ganz stark, oder? Also, ein Stück trocken Toast mit Wurst und ein bisschen Schmelzkäse drauf, das ist schon ein Rezept für Kenner. Ja, ich sag ja, Gordon Ramsay hätte gesagt so, ich möchte bei Ihnen in die Lehre gehen, Herr Winkler. Ja, so hätte er, ja, denke ich auch. Denke ich auch. Dann kommen wir zu Part 4. Projekt Brote, Brötchen und mehr. Part Pizza-Brötchen. Dürfte ich an dieser Stelle erwähnen, wie wunderschön er ist? Er ist ein wunderschöner Mensch, ne? Das kann man nicht anders sagen. Ein Traum. Aber er hat alles richtig geschrieben aus dem Titel.
Ja, stimmt. Ja, ich meine, gut, er muss ja Part wenigstens hätte nach. wahrscheinlich klein gehört, aber sonst doch. Nee, Part ist. Im Part gehört Deutschen groß. ist groß. Im Deutsch ist Deutschen, groß. Part ist aber Der nicht unbedingt Part. Deutsch. Ja, aber doch ist eingedeutscht, das kann man machen. Naja, okay. Ja, Also doch, meine dann ist. Parts von Dark Souls habe ich auch mit Part. Ja, weil du auch ein bisschen dumm bist. Mit dem Maul. Ich liebe euch. So, dann würde ich sagen, holst du mal rein. Oder? Ich finde es schön, ich habe mal gerade auf den ersten Frame gemacht. Da sieht man, ah, schade, da ist jetzt gerade der Ungolf vor. Warte mal, den mache ich mal kurz hier weg. Wie Rainer noch die Finger an der Kamera hat. Ja, schön. Ja, also, So aber macht das ein Profi. aber der Blick ist auch toll, dieser grenzdebile. Ja, er hat so ein bisschen was von, wo bin ich hier? Ja, komm, dann schauen wir mal rein. Metalode, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Beim Dulli. Es musste einmal sein jetzt. Ja, weil sich momentan alle immer so beschweren, mach mal wieder Brotvideos. Ach, die Moment, Hater Moment. beschweren sich. Ich wollte gerade sagen, warte mal kurz. So, Hater-Stimme. Alles klar. Ich Spiele spiele gerade gerade Bingo. Bingo. Ich spiele gerade noch nebenbei, spiele ich ein bisschen Bingo, ja. Mach ich öfter in letzter Zeit. Aber ein wunderschönes Bild. Junge, was ein schönes Standbild. Meine Damen und Herren, bitte Schnipping tun Sie jetzt. Sehr schön. Hab ich mir gedacht, ich mache heute ein letztes Video zu dem Thema. Ein letztes. Wie das letzte? Ich habe von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, wie viele davon kommen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es ein Scherz ist. Wir haben vorhin Part 1 So. gesehen, Rainer. Da war davon nichts zu hören. Ach so, das ist ein Scherz. Das ist kein guter. Das war dann doch nur Trolling, was er da gemacht hat. Also eigentlich war das nur, ne? Nee, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Aber wie üblich nerven mich damit immer die meisten Leute dann nochmal. Mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal. Ist schön, wenn die Zuschauer sagen, hier, mach doch mal das da. Ja, die Leute nerven ihn. Ja, dann sind seine Fans nerven ihn. Das ist, Ja. Herr Winkler, machen Sie gerade Fanmanagement? Das macht er gerade, ja. Ja, und das Schöne. Was liegt denn hier hinten? Oh. Dieses Rot-Gelb. Ach, das sind hier diese Riemen. Das ist hier so eine IKEA-Tasche oder so. So eine blaue Plastiktasche. Das sind hier Riemen einfach nur, okay. Ach, das meinst du, ja. Sarkastischen Stil. Ja? Es gibt bestimmt auch ein paar, die es vielleicht ernst meinen, aber ich gehe davon aus, dass es eher der Großteil sagt, ja, ärgern wir ihn damit. Deswegen habe ich mir gedacht. Wir ärgern ihn damit, also seine Zuschauer ärgern ihn damit, dass sie ihm Sachen vorschlagen, was er machen könnte. Das finde ich schon sehr stark. Da so gehört sich das, finde ich. Naja, Hier also zum da gibt es ja Also. auch, also das habe ich auch in letzter Zeit häufiger bei anderen schon gelesen, dass man so Vorschläge kriegt. Ey, ich sag den Leuten immer wieder, schreibt mir rein, wenn ihr eine Idee habt, auf was ihr Bock habt, welches Video mal reacted werden soll oder so. Ich Wenn die finde das Leute auch was gut. reinschreiben, bin ich happy, ja, das finde ich total Ich finde gut. das auch total klasse. Im Abschluss etwas ziemlich Cooles, was vielleicht viele von euch als Jugendliche oder auch als, sag ich mal, jüngere Erwachsene. Oh Gott, diese Was war da, was Gesichtsentgleisung. war der Schlaganfall schon wieder? Warte mal, ich versuche mal, Das ist ein wunderschöner Frame. Ich versuche das mal gerade. Was ziemlich Cooles, was vielleicht viele von euch als Jugendliche oder auch als, sag ich mal, jüngere Erwachsene. Ey, ihr müsst mich unbedingt erinnern, dass ich das Video nachher nochmal nehme und da erstmal richtig rausschnipping tule. Das ist ja Thumbnail-Gold hier. Das hier Und wer wird wieder als Ablage missbraucht werden? Annette, da könntest du recht haben. Hm. Glaskugel Annette am Stissel. Kriege ich Also wieder an alle Screenshots von 17. reingefüllt. Ja, also ich habe das ja im letzten Video schon mal gesagt. Annette und ich benutzen uns gegenseitig gerne als Ablage. Nee, nee, Denn. du nutzt mich definitiv mehr aus. Naja, Ich habe gut, dich ein vielleicht. oder zweimal als Ablage genutzt bisher. So Ja, als Joke die letzten quasi. 10 Minuten. Gut, wenn ich ein Bild suche, das ich mir irgendwann mal gesnippelt habe, weiß ich, ist es ist bei Annette im Chat einfach. Ich muss einfach den Chat von Annette durchgehen. Schreibst du das? Deswegen schreibst du mir nie zurück. Du willst den Chat kurz halten, damit du die ganzen Bilder wieder schnell findest. Oh, schnell weiter, schnell weiter. Bis, sagen wir mal, 25.
Und man darf das essen, bis man 25 ist. Danach ist giftig. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Da war noch mal kurz ja. Der Mundwinkelentgleisung. Der Mundwinkelentgleisung, ja. Ich finde dieses Foto hier von dieser Minderjährigen da hinten, von diesem Schmetterlingsmädchen neben Jack Sparrow an seinem Knie. Ja. Auf dieses Poster passt er echt auf. Denn das hat er in fast... Also in den früheren Formaten hat er das im Drachenlord oder im Dragon Monday benutzt. Er hat's immer, hat er sich das Bild mitgenommen. Also das scheint ihm richtig viel zu geben irgendwie. Was mir ein wenig Angst macht, muss ich sagen. Mit ihren Freunden machen können und so weiter, was ziemlich cool ist, das was ist ja billig nett. Ist und was geil für den Filmabend oder so ist oder auch einfach mal zwischendurch, sind Pizzabrötchen. So. Und die meisten denken, wenn man sagt Pizzabrötchen, immer an voll die aufwendigen Geschichten. Also, ja, denke ich immer. Bei mir denke ich an Pizzabrötchen ist, wenn ich einen Pizzateig mache. Wie gesagt, ich hole mir den, wenn ich den eingefroren habe, hole ich den manchmal raus. Dann lasse ich den aufgehen bis nachmittags oder so. Dann schneide ich mir da kleine Stückchen von ab. Drück da, also dann nehme ich eine Salami, umwickel den, nehme ich mir ein kleines Stück Käse, umwickel das mit Salami und drück den dann einfach rein. Also drück diese Sachen einfach in diesen Knetball rein. Sonst kommt später in den Ofen. Fertig. Ja. Das sind Pizzabällchen für mich oder Pizzabrötchen. Ja, so macht dazu man das ja einfach. Kann man auch noch einen Dip oder so machen. Kommt immer geil. Oder du ziehst den Teig halt einfach und machst halt einfach eine Rolle. Oder so, und, ja. Und schnibbelst das halt, ne? Also, genau. Man kann auch so eine komplette Pizzarolle einfach machen. Man kann also wirklich ein langes Stück Käse und das mit Salami belegen und dann rollt man das in den Teig ein. Das kannst du so ja. In den Ofen tun und kannst das, wenn es fertig ist, einfach davon abschneiden, dass du so kleine Pizzarolle hast. Auch mega geil. Super mega geil. Ja, schauen wir mal, wie unser Rainerchen das macht. Ganz kurz. Ja. Bitte. Pizzabrötchen sind so das, in Anführungszeichen, Gericht, weil es ist ja nicht wirklich ein Gericht, aber in Anführungszeichen das Essen, was bei uns daheim gemacht wurde, wenn meine Mom viele Leute eingeladen hat und sie wusste, da kommen viele zum Essen. Weil du einfach nur diesen Belag herstellst, dann kaufst du einfach Brötchen beim Bäcker, schneidest die auf, klatscht den Belag drauf, Ofen, fertig. Käse drüber. Das sind dann fränkische Pizzabrötchen, ja? So, das war immer das, ich hab's gehasst, weil da Zwiebeln drin waren und ich keine Zwiebeln esse. Kenne ich von früher auch so. Ich auch, ja. Aber das war immer genau das Standardmäßige, wenn Kindergeburtstage waren oder sowas. Ja, und irgendwas gemacht werden musste, Pizzabrötchen. Das ist, bevor die Pizzerien angefangen haben, nicht reine Brötchen aus dem Pizzateig zu machen, sondern die zu füllen. Da war das tatsächlich, also kenne ich auch von früher so, das waren die Pizzabrötchen. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass ich von früher auch noch kenne, dass ich das in meiner Lehrzeit öfter mal gegessen habe. Jetzt, wo ich aber selber weiß, wie das alles funktioniert, wie einfach ein Pizzateig herzustellen ist und so weiter, mache ich es lieber so, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass ich da was in den Teig drücke und da einfach Bällchen draus mache, Pizzabällchen oder so und Pizzarollen. Ist ja total legit, aber wie gesagt, so war das halt bei uns und deswegen ist ja so, dass man sagt, boah, super aufwendig, nee, das ist halt das, was meine Mom mag keine aufwendigen Dinge. Ne? Deswegen hast du dich gezeugt, oder? Auch wenn sie Kuchen backt, ist halt wirklich, das muss alles in eine Schüssel rein umrühren, dann muss es in eine Form und dann muss der Kuchen fertig sein, ne? Wo ich anfange mit mehreren Böden und verschiedenen Cremes und dann Dekor, ne? Bei ihr muss und es da alles bin ich so raus, ne? Da bin ich so raus. Und fix fertig gehen. Deswegen mag sie zum Beispiel Käsekuchen total gern, weil du da halt einfach bloß die Füllung in den Boden herstellst. Aber Käsekuchen ist auch geil. Es geht einfach das Beste. Käsekuchen oder Käsesahnetorte oder sowas, ey, ist einfach. Oh ja, geil. Genau. Und deswegen, wie gesagt, ist halt, wenn er sagt, oh, super aufwendig, muss ich halt ein bisschen lachen, weil ich gesagt, das ist das Gericht, was meine Mom gesagt hat, kein Aufwand, easy going, du klatschst es einfach drauf. Und du kannst da portionieren, wie du möchtest. Ja, das machst du halt wirklich, das machst du, wenn es billig und schnell gehen soll. Das machst du halt, wenn du 30 Leute hast und nicht 30 genau. Steaks kaufen willst. Dann haust du halt wirklich, du kannst ja diese Aufbackbrötchen, die kann man ja für nehmen, damit die nicht zu hart werden am Ende. Nee, die hat die immer beim Bäcker gekauft dann noch. Echt? Also, okay. Ja, also ich hab dafür immer gerne Aufbackbrötchen genommen, weil die vom Bäcker sind ja schon fertig gebacken, sag ich mal. Und wenn man gibt, die dann nochmal backt. Das gibt ja auch so halbgebackene. Das gibt extra so halbgebackene auch. Das sind halt wirklich, die benutze ich dafür. Die schneide ich auf, mache da so zwei Hälften, wie gesagt, ein bisschen Ketchup oder Tomatensauce, Salami, Käse drauf und dann ab in die Mikrowelle oder in den Ofen. Fertig. Das ist halt was, genau wie du sagst, Annette, was halt nicht aufwendig ist, was man einfach so mal schnell machen kann zwischendurch. Ja, genau. Absolut richtig. Deswegen, also
muss ich da ein bisschen grinsen, wenn er meint, oh, super aufwendig. Nee, ja, du merkst nicht. Du merkst dabei auch schon, er hat ja auch unglaublich Lust, dieses Video gerade zu machen. Mhm. Also er hat sowieso grundsätzlich immer sehr viel Lust, arbeiten. Ne? Ich verstehe auch nicht, warum er Videos zu seiner Arbeit gemacht hat, wenn er überhaupt keine Lust auf Videos hat. Wenn dir das doch keinen Spaß macht, dann macht es doch keinen Sinn. Weil das immer noch das Einfachste ist, ja. Immer ja, weil genau. Es ist einfacher, als irgendwo hinzufahren, da einer Tätigkeit nachzugehen, wieder nach Hause zu fahren, einfach sich auf die Zaren-Couch zu setzen, einen schönen großen braunen Fleck darauf zu hinterlassen und Scheiße zu labern. Ja. Ich meine, wir brauchen uns jetzt nicht drüber unterhalten, wie qualitativ hochwertig das war, aber es gab ja eine Zeit, in der Rainer mal einer geregelten Arbeit nachgegangen ist in einem Unternehmen. Die gab es ja mal. In 60 Jahren. Dann weiß er, wie das ist. Und ne, wenn er dann immer noch sagt, okay, daheim sitze und einfach nur mal ein bisschen Quatsch in die Kamera reden und dann das Ganze schneiden, rendern, hochladen, ist halt immer noch der Weg des geringeren Widerstandes. Ihr unterschätzt das immer. Ja, aber das ist ja auch sein Weg, der Weg des geringsten Widerstandes. Das ist ja immer sein Weg gewesen. Ja. Absolut. Dann schauen wir weiter hier. Speziellen Brotteig backen oder speziellen Pizzabrotteig. Brotteig? Oh Gott. Backen. Junge. Oder sonst was. Aber es ist überhaupt nicht schwierig. Ich will es nochmal Teig. Oh nee. Teig oh. Backen. oder sonst was. Aber einmal noch. Brotteig backen. oder sonst was, aber es ist überhaupt nicht schwierig, Pizzabrötchen zu machen. Hat er nicht gerade gesagt, das ist aufwendig? Ja, doch. Okay. Weil es gibt ganz einfache Alternativen. Oh Gott. Junge, was hat er denn mit seinem Essen? Heute ist ja besonders schlimm bei ihm da, ne? Mein lieber Schwan. Pizzabrötchen, wir haben es jetzt gerade austariert, ist ja jetzt nicht sonderlich anstrengend. Was ist denn davon die einfache Alternative? Ich habe Angst. Wie machst du so etwas Einfaches, wo du so auch sagst, okay, dann nehmen wir sogar auch bei Brötchen für uns, aber dann noch einfacher. Be excited, lass uns hören. Ja, los. Die so einfach gehen und richtig, richtig kussen. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen rausgespult. Ich mach mal hier so nochmal. Einfache Alternativen, ja. Die super schmecken. Einfach gehen und richtig, richtig kussen. So. Richtig damit, cool. Das habe ich irgendwann richtig schon cool. mal gezeigt, das Rezept. Deswegen fange ich jetzt einfach ganz normal an. Ich werde jetzt nicht zeigen, wie ich das einzeln mache. Ich erzähle euch nur, was das alles drauf gehört. Also er zeigt uns nicht, wie man das Pizzabrötchen macht, sondern er erzählt uns, wie man das Pizzabrötchen macht. Das ist ja schon nochmal ein ganz anderes Level. Es wird auf jeden Fall eine Qualitätsoffensive. Ja, ganz anderes Level an Arbeitsaufwand. Bruder. Wie es funktioniert und dann mache ich mir nämlich welche. Annette, wir haben uns ja vorhin auch schon die ganze Zeit haben wir Kochvideos gemacht, ne? Wir haben ja erzählt, wie es geht. Ja. Nicht schlecht, oh, wir haben richtig Kochvideos rausgeprügelt hier. Was ich mir gerade richtig wünsche, dass er jetzt da irgendwas zaubert und dann sagt er, ich habe gerade kein Messer und dann nimmt er sein Schwert von der Wand und schneidet mit dem Schwert. Das ist so toll. Das wünsche ich mir gerade, aber es wird nicht passieren. Ich habe nicht die Zeit, mir irgendwas Krasses zu machen oder irgendwie einkaufen zu gehen. Er hat keine Zeit, versteht ihr? Mhm. Dafür braucht man einfach Brötchen. Man kann auch Toastbrot nehmen oder irgendwelche anderen Brötchen. Es sollte nur etwas sein, was auch ein bisschen... kann ich mal sprechen. Sollte was heißt denn nichts mehr? Das war gerade so ähnlich wie der Move, das ist der Sauerstoff für mein... Also, dass er nicht die CO2, mehr sprechen CO2, kann. Die CO2-Flasche präsentiert. Ah ja, richtig. Für seinen Soda-Streamer, die Sauerstoff... Da sagt er so, das ist der Sauerstoff für meinen... Die Kohlensäure. Ja, genau. Das würde nur etwas sein, was man auch im Backofen ein bisschen rösten kann. Schlaganfallwinkler. Deswegen Aufbackbrötchen. Dazu einfach eine ganz normale Napoli-Soße. Ja, ich habe jetzt... Das ist keine Soße, Rainer. Das ist Pulver. Magifix. Das ist Pulver, das ist keine Soße. Ich bin ganz ehrlich, benutze Magifix auch manchmal. Also es gibt da Sachen, von die schmecken ganz gut. Wenn jetzt zum Beispiel, was wäre jetzt das... Naja, es ist alles nicht so gut, als wenn du es selber machst, klar. Aber es gibt auch ein, zwei Sachen, die sind davon nicht schlecht. Ja, dieses Carbonara-Fertigzeug, das kann man immer ganz gut machen. Dann hat man den Aufwand mit dem Ei nicht und so. Und dann ist ja alles nicht so... Ja, genau, nee. Zum Beispiel. Aber so eine Napoli-Soße, Junge, das ist ja gar nichts. Nö, das ist einmal Tomaten passieren, bisschen würzen, fertig. Mhm.
genommen, ich will und so, werden gleich wieder abgerissen, den Kopf, interessiert mich. Helder Stimme in seinem Kopf, dann habe ich Schnappi kurz verdient. Das war aber die Helder Stimme mit Schlaganfall. Da habe ich kein eigenes Feld für, leider. Muss ich mit Franz sprechen. Ich glaube nicht. Napoli-Soße, man kann auch Tomaten-Mozzarella-Soße nehmen, man kann auch irgendwas mit Tomate halt, ja? so in so eine Soße. Ja, bei aber jedem Satz zieht er das Gesicht, ne? Ja, ja. Guck mal, wenn er halt sagt, irgendwas mit Tomate halt, dann macht er das gar nicht mit Absicht. Und das passiert einfach schon so. Pass mal, wenn er sagt, das irgendwas ist, mit Tomate halt, beim Halt. Und so werden gleich wieder abgerissen, den Kopf. Pass auf, das ist jetzt halt so. Napoli-Soße, man kann auch Tomaten-Mozzarella-Soße nehmen, man kann auch irgendwas mit Tomate halt, ja? So. Ja. Hast du gemerkt? Ja, schön. Das passiert und, schon automatisch. Auch wieder ein wunderschöner Frame, guck mal. Oh. Junge, Junge, Junge. So in so eine Soße gibt es ja genug, ja? Im Regal, beim Einkaufen und so. Die kosten nicht viel. Was kostet so ein Päckchen? Vielleicht 50 Cent, vielleicht 70 Cent, je nachdem, wo man einkauft. Ist also ziemlich billig. Dazu einfach, entweder man kauft Käse und reibt ihn. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Man kann aber natürlich auch einfach Geld. Und immer von ja. Ne? Normalerweise kauft er diesen Käse ja bei seinem Schlachter oder Metzger oder Bäcker. Oder Bäcker. Weiß ich. Alles beim Spezialbäcker. Irgendwo will Menschen kaufen. Ich würde mir niemals diesen vorgeriebenen Käse auf eine Pizza knallen. Also ganz im Ernst, auf eine Pizza gehört für mich, wie du heute Mozzarella drauf, für mich gehört da drauf gerieben mittelalter Gouda. Das darf auch kein junger Gouda sein, der muss mittelalt sein, damit er ein bisschen Geschmack hat. Genau. Mittelalter Gouda. Sonst ist es nämlich nur salzig und ich nehme tatsächlich am allerliebsten, wenn ich so richtig viel Zeit habe, auch den Teig lange ruhen zu lassen, dann nehme ich eigentlich am liebsten Büffelmozzarella und Meersalz nur. Mhm. Ja, das ist also für eine Margarita, für so eine klassische Margarita nach neapolitanischer Art. Dann nimmst du natürlich Mozzarella. Das kommt natürlich mega, aber ja, gut. Also man kann natürlich auch auf so eine Salami-Pizza nehmen. Auf so eine Salami-Pizza gehört für mich Mittelalter Gouda. Aber den gibt es ja auch schon vorgerieben. Ballerst einfach den drauf. Ja, nee, aber nee, aber ja, das, aber das nee, aber ja. Das ist kein Mittelalter. Das ist kein Mittelalter. Das ist meist das junger. Ist immer junger. Und, oh, nee, doch. Oder Cheddar. Cheddar geht auch. Cheddar, finde ich, gehört nicht auf Pizza. Also, Cheddar gehört auf einen Cheeseburger, das ist aber nicht auf Pizza. Käse ist Käse, weißt du? Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht, Annette. Junge! Das Mädchen. War ja gerade ein Sakrileg. Ich esse Cheddar erst seit einem halben Jahr, weißt du? Du darfst mich nicht. Aber der gehört auf einen Cheeseburger zum Beispiel. Da gehört Cheddar drauf. Und dann gibt es auch noch mal, was ich vor zwei Tagen gegessen habe. Cheddar? Nee, ich habe mir schön den Hausmarke von Netto Ofenkäse mal gegeben. Ah, nice. Und, wie war er? Der ist richtig gut, der würzige. Der schmeckt Moment, lecker. Von der Hausmarke oder von Coburger? Nee, hier Unser Gutes Land heißt das, glaube ich. Das ist die Hausmarke davon, Netto. Hm, du musst den mal von Coburger nehmen, weil der nämlich richtig geil salzig ist. Ja, ich bin ja nicht so ein Salzmonster, muss ich sagen. Ne? Also, oh, ich schon. Ich habe nie Ofenkäse gegessen. Echt nicht? Doch, einmal, aber das ist schon urlange her. Da haben wir diese Kanten. Ich habe nur diese Kanten abgemacht. Diese Kanten und dann nochmal gedippt in den Käse. Also Käse mit Käse im Endeffekt. Und als die Kanten dann weg waren, habe ich mir gedacht, nee, jetzt könnt ihr den Rest selber essen. Aber so unlecker ist das jetzt nicht, ne? Nee, also ich war gut, ja. Kann man machen, Machen wir weiter. Ich will einen Käse nehmen, da ist natürlich auch wieder nach Geschmack und so. Ich habe jetzt einen Emmentaler hier, es geht aber auch ein Gouda oder irgendein anderer Käse, was ihr halt mögt. Wie Annette, irgendein anderer Käse ist Käse. Käse ist Käse, das werden wir auch in den Kommentaren bestätigen. Nein, nicht, du wirst in den Kommentaren richtig Turn abkriegen wahrscheinlich. Ich werde Turn abkriegen, weil ich gesagt habe, schreibt mal in den Kommentaren. Euer Lieblingskäse, los. Weißt du, was in den Kommentaren passieren wird? Die Leute werden mich zerreißen, weil ich keine Zwiebeln esse, weil ich keinen Senf esse, weil ich keinen Meerrettich esse, weil ich keine Weißwürste esse. Deswegen werden die Leute mich zerreißen. Ja, aber das ist alles nur das Vorgeplänkel, bis sie dann zum Käse kommen und dann bist du dran. Dann ist vorbei. Wenn ganz viele Leute, die sagen, ich wäre ja Veganer, wenn ich dann auf, aber ich muss dann auf Käse verzichten. Käse, deshalb, ja. Aber deshalb kann ich nicht vegan leben. Käse, das wäre für mich, auch kein großes Problem, weniger oder wenig Fleisch zu essen. So ganz könnte ich nicht drauf verzichten, bin ich ganz ehrlich. Obwohl, es gibt ja mittlerweile viele Fleischersatzprodukte, die auch nicht schlecht sind. Aber ich Käse viele ist halt für mich... Aber ja, Käse ist... Versuch mal diese Sachen von Rügenwalder.
Ja, die sind ganz cool. Also, wo ich überrascht war, ist dieser Beefy Roll-Verschnitt von Rügenwalder. Den Das fand ist ich nicht so un. prall, den fand ich super trocken halt. Die ist halt ein bisschen dröch, das stimmt, aber ja. Aber was ich sehr geil finde, sind von Rügenwalder diese Frikadellen. Ich habe die einem Kumpel gezeigt, also der ist Türke, der ist Moslem. Und da sage ich, hier, probier die mal. Er sagte, was ist denn da drin? Ich sag, ist einfach, passt schon. Da ist aber kein Schwein drin. Und sage ich, nee, ist kein Schwein drin. Und hat er abgebissen und sagte, oh, ist aber doch, schmeckt gut, ne? Sagt er, was ist denn da drin jetzt, wenn es kein Schwein ist? Ich sage, das ist ganz normale hier, vegetarische. Sagt er, nee. Sag, ja, das waren die von Rügenwalder. Die waren echt gut. Muss ich mal ausprobieren. Ja, machen wir. So, dann ist es im Prinzip relativ einfach. Ihr braucht als Werkzeuge einen Schneebesen, eine Schüssel, ein Messer. Da habe ich jetzt gerade hier keins liegen. Habe ich Warum gerade habe nicht ich jetzt da. Angst? Warum Habe ich habe ich jetzt gerade. Angst, als er den Schneebesen ins Bild gehalten hat? Ich fand's krass, dass er weiß, dass es das ein Schneebesen ist und nicht ein Rührding. Finde ich schon, Stimmt, hat er mich ja. ein bisschen überzeugt. Hat er vorher gegoogelt. Ja, glaube ich ja. Wikipedia. Weil ich das später drüben mache. Ein Messer und entweder ihr macht es mit einem Löffel, also mit einem großen Löffel dann, oder ihr könnt auch so einen Pinsel, was man benutzt zum Einfetten von Backformen, könnt ihr auch nehmen. Das ist So hat Rita ihn früher gefüttert mit einem Pinsel zum Einfetten. Rudi hat in die Fanta-Flasche drangehalten dabei. natürlich euch überlassen. Ich persönlich nehme einen Löffel, weil es geht einfacher und schneller. So, dann nimmt man die Brötchen, schneidet sie in der Mitte durch, ne? Und legt sie alle auf dem Backblech oder auf dem Gitter. Am besten ist es ein Gitter. Man nimmt ein Gitter, legt. Nein, Rainer, Gitter ist nicht am besten. Wenn, dann machst du mit Backpapier, dann säuft der Käse runter und lass den ganzen Scheiß im Ofen hängen. Ja, man kann Ja, ja trotzdem mit Gitter auf dem das Gitter ist machen. Rainer doch egal. Ja, aber du Das ist musst Rainer wenigstens egal. Backpapier drunter machen. Also Ja, aber aufs ist ja Gitter kein drauf Problem. machen. Ja, aber das Ja. sollte ja dabei sein, weil er sagt, Gitter ist das Beste, ist Gitter. Aber glaubst du denn, er hat seinen Backofen schon mal sauber gemacht? Safe nein. Und deshalb wird eh alles, was er da reinpackt, mit schon zu Es ist. Kohlenstoff verbranntem Fett geräuchert. Ja, genau. So wollte ich es auch gerade sagen. Du hast es nur besser ausgedrückt. Ich wollte sagen, hat den Geschmack von den Essen der letzten 40 Jahre, die darin zubereitet wurden, aber zu Kohlenstoff, ja doch, finde ich schöner, finde ich schöner. Legt das drauf. Und dann kann man schön mit dem Löffel die Soße, ja, die man vorher natürlich schön eingerührt hat. Ja, hier ist der Tipp von Profis, am besten in den heißen Backofen die Dinger schon mal auf den Rost legen und dann mit dem Löffel rein. Ja, ihr werdet erkennen, man kann es bei mir auch am Handgelenk sehen, dass ein Ofen von innen drin heiß ist. Im Wasser. Du meinst die klassischen, ich komme oben ans heiße Blech ran. Genau. Ja, das ist mir in den letzten Jahren, glaube ich, ein einziges Mal passiert und das hatte mitunter was damit zu tun, dass ich beim Kochen die ein oder andere Nussecke schnabuliert habe Kann schon mal und passieren. ich, ja, und dann dummerweise dann einfach wie so ein Depp dann da rangekommen bin, ja. Ich habe das letztens in einem Kochvideo gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Also bei irgendeinem Kanal, der wirklich keine schlechten Rezepte macht. Da kam dann, wie er mit der Hand da reingeht, so, weißt du? Und dann zieht er die Hand wieder raus und dann steht da unten, kleiner Tipp, Ofen ist heiß. Und dann siehst du so, hat er, sag mal, die Wunde da reingezeigt, also wie so eine kleine, ja, so ein kleiner Brandstrich da war auf der Haut. Ja, das ist Und aber, als er das das, passiert jedem ja, Mal. pass auf, als er das Essen dann serviert hat, so mit beiden Händen, waren einfach vier Brandstriche da. Nicht jetzt ernsthaft. Ja. Ja, vielleicht hatte der auch einen wegschnabuliert Da und hätte ich mir man was, da hat es hätte nur ich nicht was, gesehen. hätte ich mir was Längeres angezogen dann beim Servieren, dass man das nicht erkennt. Da waren einfach vier Brandstriche auf dem Arm. Einfach ein bisschen auflösen, aufrühren. Das geht optimal. Wie hat mein Muffin in der Mikrowelle das Brennen angefangen? Und bitte? Annette guckt in die Mikrowelle und da steht da so ein Muffin und in Flammen. Der hat einfach Feuer gefangen, ja. Annette, was? Das, Ja, Annette. was soll ich dir erzählen? Das war ein Rezept für Mikrowellenmuffins. Junge, wir gucken uns gerade hier Projekt Rainer Brot und Brötchen an, lachen uns darüber kaputt, wie er in Anführungszeichen kocht. Und dann erzählst du uns, bei dir hat ein Muffin in der Mikrowelle Feuer gefangen. Ja, Junge, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level.
kann nicht mehr, bitte ich nicht kann, weitermachen. Ich kann dir noch eine bessere Geschichte erzählen. Bitte. Viel besser kann es nicht werden. Da war ich noch in der Schule, das ist schon etliche Jahre her, aber ich bin mit meinen Eltern logischerweise noch daheim gewohnt und meine Mama hat es gehasst, wenn ich in ihrer Küche gebacken habe. Ja, kein Wunder, wenn bei dir Mikrowellen-Muffins Feuer fangen. Hätte ich auch gehasst, wenn du was in meiner Küche machst. Weil ich ja dann nie alles wieder so war, wie sie es hingestellt hat. Meine Mama ist da ziemlich, die lebt quasi in einem Möbelhaus, so gefühlt, ne? Vom Sauberkeitsdekorationsstandard. Und... Ich glaube, die ist mit meiner Mutter verwandt. Ja. Oder meiner Mulle. Und wir hatten damals in der Schule ja auch Hauswirtschaft und da hast du auch gekocht. Ja. Genau. Und da hatten wir auch ein Buch, wo hinten drin so Rezepte drin waren. Und da war ein Rezept für Zitronenplätzchen drin. Also ja, Kekse. Ne? Und das wollte ich machen, weil ich mag Zitronenplätzchen. Und der Teig ist, ich habe das genau so gemacht, wie das in dem Rezept stand, aber der Teig ist nicht so wie ein Plätzchenteig geworden, sondern er war halt noch so flüssig wie ein Kuchenteig. Und da stand halt drin ein halbes Päckchen Backpulver. Und ich dachte mir aber, Backpulver ist ja ein fester Bestandteil, der bindet ja. Also habe ich einfach noch drei weitere Päckchen Backpulver reingeschüttet. Oh Mann. Und dann ist es aber immer noch nicht dickflüssig, also nicht wie ein Plätzchenteig gewesen, aber halt immer noch wie ein Kuchenteig. Und dann dachte ich mir, naja, ist ja egal, dann nimmst du halt eine Kuchenform, ballerst den Teig da rein, dann wird es halt ein Zitronenkuchen, ist ja egal. Ich habe jetzt schon ich Angst. Jetzt, ich kann mir jetzt vorstellen, was passiert, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich zu nüchtern bin, diese Geschichte zu hören. Und dann bin ich halt hoch an in mein Zimmer und bin an meinen PC gegangen und so weiter. Und dann sagt mein Papa so nach einer Dreiviertelstunde so, denkst du auch noch an deinen Kuchen? Sag ich, ja klar, geh nach 5 Minuten runter und es ist halt alles übergelaufen. Komisch. Ja, wie kann das nur passieren? Gelaufen. Meine Güte, mein Vater hat sein Bestes gegeben, das dann mit mir zusammen da irgendwie wieder raus zu beseitigen. Meine Mama war so sauer. Ich habe Backverbot bekommen. Kann ich verstehen irgendwie. Und ich finde es auch schön, dass Annette vorhin gesagt hat. Ich auch noch ganz kurz einen zum Besten geben, ganz bitte. Kurz. Ich hatte einen ziemlich nerdigen Stufenkameraden in der Oberstufe. Und der hatte seine eigene Softwarefirma schon in der 11. Klasse. Also der hatte echt was im Kopf, aber der war halt für einige Sachen völlig lebensunfähig und interessierte sich halt so für sämtliche Naturwissenschaften, hat aber manchmal halt so Dinger gebracht, wo du dachtest so, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Der hatte bei sich zu Hause Küchenverbot, weil er feucht gewordene Böller aufgeschnitten hat und wollte das Schwarzpulver in der Mikrowelle trocknen. Jetzt kommst du. Hat er einen Muffin mit drin gehabt? Der hat die Küche gesprengt. Also meine beste Kochstory kommt allerdings nicht von mir, sondern von einer Freundin von meiner Mulle. Das habe ich letztens, ich glaube, Annette hat das Video auch gesehen, oder? Ich weiß gar nicht, ich habe es Rocksau geschickt. Ich habe es, glaube ich, irgendwo in Discord gepackt. Nein, ich habe es nicht gesehen. Nee. Die hat uns ein Video von ihrer Küche gezeigt. Da sieht es aus, als wenn ohne Spaß eine Bombe explodiert wäre. Alles war kaputt. Die Fensterscheiben waren kaputt. Alles war hinüber. Okay. Da ist hier einfach der Schnellkochtopf explodiert. Ach du Scheiße. Du hast es erzählt. Habe ich erzählt? Scheiße. Okay. Also ohne Spaß, das sah aus, als wenn da eine Granate eingeschlagen wäre. Ja, das glaube ich. Das wenn die davor gestanden hätte... Keine Chance. Das müsste man. Weiß jemand, wie viel Bar in so einem Schnellkochtopf entstehen? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht mal jemand in die Kommentare, der sich mit sowas auskennt. Aber das ist nicht ohne. Selbst wenn du mir jetzt die Zahl sagen würdest, könnte ich dir nicht sagen, ob das viel oder wenig. Naja, wir haben hier 1013 Hektopascal, was einem Bar entspricht, also eine Atmosphäre. Und kannst du jetzt Annette erzählen oder nicht? Ja, die lässt Muffins in der Mikrowelle Feuer fangen. Ja, erzähl ja nicht von Hektopascal hier. Aber ohne Spaß, wäre die in der Küche gewesen zu dem Zeitpunkt. Ne? Also ich glaube nicht, dass die das überlebt hätte. Junge, das sah aus, als wenn du eine Handgranate reingeschmissen hättest. Ja, eine Druckbombe ist genauso gefährlich wie eine Sprengbombe. Je nachdem, ne, also wie viel Druck da entsteht. Aber das kannst du übrigens auch mit Backpulver machen, Annette. Nur so Tipp. Essig-Essenz und Backpulver. Schnellkochtöpfe. Ich mag Schnellkochtöpfe. Ey, ich mochte noch nie Schnellkochtöpfe. Ich weiß, dass meiner Oma auch mal so einer um Ohren geflogen ist. Die war aber auch zum Glück zu dem Zeitpunkt nicht in der Küche. Und als ich dann überhaupt mal rausgekommen habe, wie viel Dampf dahinter sitzt und so weiter, wie viel Power da drauf steckt,
Ich mag die einfach nicht. Wenn meine Mulle in der Küche am Schnellkochtopf ist, gehe ich einfach nicht in die Küche. Ich mag die Dinger überhaupt nicht. Und jetzt, nachdem ich das von ihrer Freundin da gesehen habe, Bruder, da bin ich aber weg. Ja, dann. Hab dann so ein Ding gar nicht. Dann lasse ich mir lieber mehr Zeit, so, weißt du? Dann sollst du aber länger köcheln. Ich finde das auch besser, wenn das so ein bisschen langsam vor sich hin kocht und man dann schon mal so die Aromen alle genießen kann, ja, und eventuell Nusseckchen wegknabbern kann. So nämlich. Siehst du. So, komm weiter rein in den Rainer jetzt. Rein in den Rainer jetzt hier. Und dann einfach ein bisschen auf die Brötchen verteilen. Ich habe jetzt in meinem Fall ein ganz großes Päckchen. Das sind jetzt 6 Stück. Das heißt, da kommen 12 Pizzabrötchen. Musst du jetzt mal hart nachzählen? Also er hatte auf jeden Fall wieder einen Hänger. Warte mal, ich sag mal, ein sehr großes Päckchen. Ich habe jetzt in meinem Fall ein ganz großes Päckchen. Ein ganz großes Päckchen. Junge, ist ja richtig groß. Das sind jetzt, 6. Er hat wirklich nachgezählt nochmal. Bruder. 6 Stück, das heißt... Das ist ja so einer, Junge, der würde sogar Muffins in der Mikrowelle Feuer fangen lassen. So eine Nummer ist das. Ich möchte anmerken, dass sich meine Backkünste seitdem rapide verbessert haben. Ich mittlerweile die Bäckerin der Familie bin quasi und mir nichts mehr angebrannt ist. Es war ein Kack-Rezept. Mittlerweile der Brandschleuniger der Familie. Ist bei dir denn auch Annette Soufflé à la Flambé? Nee, schön flambierte Muffins. Ich habe keinen Flambierer. Ja, brauchst du ja anscheinend auch nicht. Dir reicht ja die Mikrowelle dafür. Da kommen 12 Pizzabrötchen raus. Was man natürlich noch machen kann, wenn man Lust hat und zu Hause hat, kann man noch Schinken drauflegen. Man kann... Moment. Junge, der will uns jetzt hier sagen, was man aus Brötchen legen kann und kommt da nicht mit einem Satz zurecht. Man kann... Moment. Man kann Schinken drauflegen, man kann Champignons drauflegen. Was man halt möchte auf seinem Brötchen, ja, das ist natürlich eben selbst überlassen. Man solle das Pizzabrötchen nicht zu sehr überladen, ja, weil es ist nur ein Brötchen, oh, der Mund. Nicht mehr und der nicht weniger. Ist heftig. Also sollte man nicht so dick Belag draufhauen und so ein kleines Brötchen haben. Wie gesagt, Toastbrot geht dafür auch sehr gut. Das kann man natürlich machen, wie man möchte. Und da... Mich wundert, dass er nicht Ananas gesagt hat. Ehrlich. Also... Man merkt ja auch wieder, wie unglaublich gut vorbereitet er auf dieses Video ist. Ja. Krass. Das ist harte Arbeit, ne? Annette, magst du Ananas auf Pizza? Ja, ist keine Ananas. Okay. Hätte zu dir gepasst, Leute, die Muffins flambieren in der Mikrowelle, essen auch Ananas auf Pizza. Nee. Ich esse nur 2 Sorten. Hab ich halt, und dann kann man das halt alles schön belegen. Ich in meinem Fall werde jetzt Käse mit Emmentaler drauflegen. Ich werde noch ein... Käse mit Emmentaler? Käse mit Emmentaler, ja. Ja, ja. Das ist spezieller Käse. Dieser gute Analogkäse. Käse mit so ein bisschen Echtkäse dabei. Ich glaube nicht mal, dass da ein bisschen Echtkäse dabei ist. Kochschinken drauflegen, den habe ich jetzt auch noch drüben in der Küche, weil kalt und so, ne? Der Käse ist nicht ganz so schlimm, wenn er jetzt mal ein paar Minuten hier liegt. Aber Rainer, du hast doch gar keine Zentralheizung. Habe ich da im Hintergrund gerade eine Hupe gehört oder war das bei euch? Ne, bei mir kann es nicht gewesen sein. Hier ist Annette, war das bei dir? Nee. Annette schläft schon wieder? Nee. Da macht wohl wieder jemand Hupe, ne? Hör mal zu, pass mal auf. Hör mal im Hintergrund. Habe ich jetzt auch noch drüben in der Küche, weil kalt und so, ne? Der Käse ist nicht ganz so schlimm, wenn er jetzt mal ein paar Minuten hier liegt, aber... Habt ihr es gehört? Ja, 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 ja. Nachdem er sagt, wenn das ein paar Minuten hier liegt, ist eine Hupe. Ja, ja, büpp. Habe ich jetzt auch noch drüben in der Küche, weil kalt und so, ne? Der Käse ist nicht ganz so schlimm, wenn er jetzt mal ein paar Minuten hier liegt, aber der Kochschinken soll drüben sein. Außerdem habe ich das jetzt nur so ein bisschen sporadisch hier hingelegt, damit ich euch das zeigen kann. Deswegen habe ich jetzt ein paar Sachen vergessen, wie zum Beispiel das Messer oder so, aber ich denke, ihr wisst alle... Er hat gar nichts da liegen, er hat Käse da liegen, also Käseersatzprodukt und ein paar Brötchen. Das hat er sich alles da hingelegt. Junge, wenn ich das hier hinten sehe, alles, Bruder, ist das eine Müllkippe einfach nur. Wie ein Messer. Gerade, aussieht. Dass man die winklerische Kabelführung da nicht so schön sieht. Doch, doch am Fenster. Ein bisschen was kann man sehen, ja, ja. Ja, und man sieht auch, sieht die Schatten. Ja, und man sieht auch wieder, da ist so eine Stelle, die ist so ein bisschen dicker, die wirft auch einen dickeren Schatten. Da hat er wieder mit Malerband isoliert. Ja, einfach mit Isolierband drum gefädelt, genau. Ja, mit Malerband wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich kein normales Isolierband genommen. Ich nehme mal an, ihr könnt auch... Das lag in der Küche. Alle wissen, wie ein Kochschinken aussieht. Ja, für so intelligent halte ich euch dann doch so. Oh. Ja, wie gesagt, und okay, das ist dann eigentlich... Danke. Falls ihr nicht wisst, wie ein Kochschinken aussieht, der sieht ungefähr so aus.
Ja, die beiden können gerade meinen Mauszeiger nicht sehen, ich umkreise seinen Kopf. So ungefähr sieht ein Kochschinken aus. Dann einfach in den Backofen bei 250 Grad Ober-Unterhitze und ich würde mal sagen, 10 Minuten ungefähr sollten reichen, Bei je nachdem, wie ihr es 250 mögt. Grad Ober-Unterhitze für 10 10 Minuten. Minuten. Ja, der ist ja Ja, dann schon, hat ist er recht knusprig Brikett. dabei. Ja, Ja, ist er so recht Brikett. knusprig dabei, ja. Man kann das allerdings Nice. auch in die Mikrowelle legen, bis es Feuer fängt, dann ist es fertig. Junge Annette, den werde ich noch öfter benutzen, glaube ich. Ey, das ist mir nur einmal passiert. Und das wird dann, glaube ich, werde nie wiederverwendet. trotzdem so lustig. Ich Es ist mir nur einmal passiert. Ja, warte, das erzählt ja gar nicht. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass zu dem Zeitpunkt, als mir das passiert ist, ich alleine zu Hause war. Hat gleichzeitig die Pfanne gebrannt, oder was? Nee, und der Rauchmelder angegangen ist. Oh, da kann ich jetzt aber auch mal eine Geschichte erzählen. Ist auch ein bisschen peinlich. Ich Moment, Moment, und du weißt, wie klein ich bin, an den Oh, Rauch. Rauchmelder zu kommen. Puh, ja. Und die sind laut. Ich sag dir, das, was ich da zusammengestapelt habe, um da hochzukommen, sah ein bisschen kriminell aus. Wahrscheinlich wie bei Kevin allein in New York, wie Marvin nach da oben hier durch das Loch nach oben klettern will, wo er die ganzen Schränke und Stühle und so weiter aufeinander stapelt. Ich habe den Film nicht gesehen, aber okay. Junge. Junge. Ja, nee, mir ist das tatsächlich mal passiert. Ich bin eingepennt, während ich eine Pizza im Ofen hatte. Da hat mich auch der Rauchmelder wach gemacht und ich musste wirklich die komplette Küche, alle Flächen mit ja, so Desinfektionstücher habe ich dafür genommen. Sonst Mit wirst du es nicht leicht mehr Alkohol los. drin, sonst wirst du den Gestank nicht mehr los. Und Nee, da wirst du auch nie wirklich wieder los. überall war wirklich auch so richtig brauner Abrieb. Ne, das ist, ne, also dieses versiedete Fett dann, was dann in der Luft ist, Ja. richtig ekelhaft. Das kann dann schon Also mal und passieren, wenn man ein, zwei Nussecken dabei schnabuliert. das war tatsächlich, da war ich einfach, als der Arbeitspulli sehr eng war, da war ich einfach nur müde, bin echt auf der Couch einfach eingepennt, hab Pizza drin gehabt und dann wirklich vom Rauchmelder wach geworden und es war so schlimm, es war so eklig. Aber die Pizza sah gut aus. Hast du wenigstens noch gegessen danach? So wie Rainer mit seiner verbrannten Pizza, die dann auch nochmal runtergefallen ist. Die war wirklich komplett schwarz, also das war reiner Kohlenstoff nur noch, also das war richtig Übel. wild, das Ding sah wild aus. Nice. Aber du hast alles Kriminelle. erkannt. 15 Ja, Minuten das ist auch machen oder wichtig. eben nur Jede 5 Scheibe Minuten, das müsst ihr Salami, natürlich alles dasselbe erkannt. wissen. Nach so 15 Minuten ist es eigentlich relativ gut. Ah, nach 15 Minuten dann auch noch. Bei 250 Grad wohlgemerkt. Ja. Also man merkt, er ist Gemacht. Profikoch. Vielleicht, seien wir mal ganz ehrlich, wir haben ja Rainers Küche schon mal gesehen. Vielleicht stellt er diesen Ofen ja auch auf 250 Grad und das Ding erreicht nur irgendwie 150. Das Auch kann wieder sein. wahr. Ja. Gerade Das wenn die kann Ofen sein. älter sind. Wobei ich sagen muss, bei mir ist es Umluft 180 Grad Standard. Vielleicht stellt Rainer das Ding auch auf 250 Grad und lässt einfach die Tür offen. Wäre auch noch Heizt so dann ein nämlich Ding. noch ein bisschen das Haus. Er hat ja keine Zentralheizung. Muss ja Ja, sonst irgendwie eben machen. drum. Also jetzt mache ich mir Pizzabrötchen und auch gleichzeitig warm in der Bude. Schön. Was man übrigens noch machen kann, ich habe jetzt ein anderes Gewürz hier. Ich habe jetzt Tomaten-Mozzarella-Gewürz hier, das benutze ich nicht. Das ist das, was er für alles benutzt eigentlich. Er hat ohne Spaß auf seinem Schreibtisch keinen Stift, aber Melitonsin und Tomatenmozzarella-Gewürz. Das muss sein. Aber habe ich einen Pfeffer hier? Hat von euch einer schon mal im Wohnzimmer nach Pfeffer gesucht? Immer, jeden Tag. Also Also, ich schaue gerade, also auf meinem Schreibtisch liegt viel. Mein Schreibtisch ist voll, ne? ein bisschen neidisch auf deinen Aber Schreibtisch. nicht mit Gewürzen. Auch nein, auf meinem Ja, genau, ich werde Zimt Schreibtisch. draufhauen. Ja, traue ich ihm zu. Also Salz und Pfeffer kann man natürlich noch draufhauen und andere Gewürze, die man möchte. Dann ab in den Ofen damit, 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten Oh, das warten, darf man nicht dann sagen. die Brötchen rausnehmen, vielleicht ein bisschen abkühlen lassen, auf einen Teller legen und dann, ja, um bescheuert auszudrücken, es servieren oder eben mit ins Schlafzimmer, ins Küchenzimmer. Mich mit Im ins Schlaf. Schlafzimmer. Das ist seine Man erste isst nicht Anlaufstelle. im Schlafzimmer. Man isst auch nicht im Alter. Bett. Das tut man nicht. Seine erste Anlaufstelle, die ihm einfällt, ist, man nimmt es mit ins Schlafzimmer. Ja. Das Junge. ist, du weißt doch, alles wird bei Rainer sexualisiert, weil er völlig krank ist, was das angeht. Also auch Nein. Essen. Ne? Also es ist nicht nur Finger in die Mischi und hier, wie Kannst heißt du das, mal Delphi? rein in die Michi, ja.
Ja, nicht nur Finger in die Michi und Delfin, das ist auch, ne, so, wie gibt's da gibt es bestimmt irgendeinen Fachterminus für, ne, für irgendwie einen Fetisch mit Bestimmt, Lebensmitteln. bestimmt. Wahrscheinlich Winkler. Ja, Also im das Zimmer, könnte wo auch sein. immer, wo ihr die verzehren wollt, mit Oh, ihren Reinhard! Spachteln. Ja? Bin ja Bauer, ich darf so reden. Nein, So. Rainer, du bist kein Bauer. Er hat letztens in diesem Codecast erzählt von ihm, dass seit alle Tiere und so weiter verkauft wurden, dass der Bauernhof zugemacht wurde, bevor er geboren wurde, von seinen Großeltern. Die haben das irgendwie abgekauft bekommen, weil es zu viele Bauern da gab. Da haben die einen Vertrag unterschrieben, wurde denen das abgekauft, mehr oder weniger. Rainer ist kein Bauer. Ein Bauer impliziert für mich nicht etwas Dummes. Ein Bauer ist jemand, der richtig mal locht. Ja, Ja. der früh aufsteht, spät ins Bett geht und zwischendurch die ganze Zeit am Hackeln ist. Der ist die ganze Zeit am Arbeiten. Ganz Das so ist für mich ein dramatisch, Bauer. ganz so dramatisch ist es dann Aber auch nicht. es ist schon sehr viel. Also die arbeiten schon wirklich viel. Also, Und Rainer wäre gerne so jemand oder würde sich gerne als so jemand hinstellen. ich fand es ja ganz witzig, wo ich kann mich noch in dem einen Video noch erinnern, wo er meinte, oh, da fahren die schon wieder vorbei und wo du auch wusstest, es ist so eine Zeit gedreht, wo halt Erntezeit ist. Die Bauern haben teilweise, gerade wenn es ums Abmähen geht, nur ein paar Tage, die günstig genug Ja, sind. und da sind die richtig am Knüppeln. Und dann ist es ja auch so, gerade bei so kleineren, die ja nicht riesengroße Höfe haben, die haben ja dann noch nicht mal die großen Erntemaschinen selber, sondern die mieten die dann. Das Ja. heißt, wenn die dann gemietet sind, dann haben die 2, 3 Tage damit und dann muss halt alles in diesen 2, 3 Tagen gemacht werden. Dann wird früher angefangen, abends aufgehört, ne? Und klar fahren die dann natürlich zu ihren Feldern die ganze Zeit im Akkord raus, weil die Sachen halt erledigt werden Ja, und müssen. wenn dann noch scheiß Wetter dazwischen kommt, zahlen sie oben drauf. Ja. Ja, aber Herr Winkler checkt sowas nicht, weil Herr Winkler denkt ja nur von mittags bis 12 oder 12 bis mittags. In der Heimat bei meinen Eltern gibt es den Mondscheinbauern. Ich weiß bis heute nicht, wer das Du ist, weißt, dass Moonshiner aber keine Bauern sind, oder? ich wollte gerade sagen, ist das ein Schnapsbrenner? Nee, der hat ganz normale Felder, aber er fährt aufs Feld immer nachts raus und dann mit seinen Flutscheinwerfern. Okay. Ich frag Vielleicht mich nicht, warum. ist er YouTuber. Der muss ja tagsüber arbeiten, muss tagsüber Videos hochladen und rendern. Das kann Ich weiß sein. es nicht. Dann könnt ihr die dann essen. Das ist richtig cool. Es ist ein richtig Ist kleiner, richtig cool, wenn leckerer wir essen Imbiss für können. zwischendurch. Was? Junge, das ist ein Imbiss für zwischendurch. Rainer, wenn du das zwischendurch isst, ist es kein Wunder, dass dein Kopf aussieht wie ein Kochschinken. Das kannst du dir nicht ausdenken, das was für zwischendurch. Was ihr noch machen könnt, das ist noch ein kleiner Geheimtipp von mir. Oh, Wenn jetzt ihr die kommt's. Napoli-Soße benutzt, ja, also die Napoli-Soße in meinem Fall hier jetzt. Wie er einfach dann bei den Schneewesen in der Hand hat die ganze Zeit. Und Zepter. Der Lord hält sein Zepter. 250 Milliliter Wasser. Ja. Den Geheimtipp liest er gerade von der Verpackung ab, verstehst Ja. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Oh, ist Ja, wenn man dir unfassbar. jetzt 250 Milliliter Wasser nimmt und ich habe jetzt hier 12 Brötchen, geht es nicht zwangsläufig auf. Es kommt natürlich darauf an, wie dickflüssig ich das mache. Es kommt darauf an, wie dick ich das bestreiche und alles. Das muss man natürlich selber schauen. Aber je nachdem, wie dick ich das bestreiche, und ihr Dick, dick, müsst dick, immer dick, dick. bedenken, wenn ihr das bestreicht, ne, macht's lieber ein bisschen dickflüssig, also nehmt lieber ein bisschen weniger Wasser als vorgeschrieben, weil ihr müsst bedenken, das soll ruhig ein bisschen dickflüssiger sein. Es soll ja auf dem Brötchen halten. Und wenn es zu flüssig ist, dann weicht euch das Brötchen durch, bevor es knusprig ist. Und das ist natürlich äußerst unangenehm zum Essen. Und es ist äußerst unangenehm, wenn ihr das Brötchen noch hinlegen müsst oder Sachen. Das hier ist auch ziemlich unangenehm zum Schauen, finde ich. Deswegen lieber ein bisschen dickflüssiger das Ganze machen. Wie oft hat er jetzt dick gesagt? Vor allen Dingen, Ich bräuchte den Counter. er hat da eine Mengenangabe auf der Tüte Er und und sagt, sein erzählt, Geheimtipp ist, nehmt's anders. ja, genau, und erzählt jetzt von irgendwelchen Variationen, die allerdings irgendwo in seinem Utopia, also in Rheinheim, entstehen. In Rheinheim, genau. Es ist so wild, es ist so wild. Junge, ich sag dir, Rainer ist so einer, der würde es sogar hinkriegen, irgendwie einen Muffin in der Mikrowelle abzubrennen oder so. Ganz Meine utopisch gesagt. Güte. Oh, Und Annette, das lieber ist ein so bisschen schön. aufpassen. Und passt mit dem Käse auf, ne? Vergesst nicht, der Käse schmilzt. Wenn ihr zu viel Käse draufhaut und der schmilzt,
Dann rutscht euch das über das gesamte Blech und alle Brötchen sind zusammen. Und das Problem ist, umso dünner der Käse ist, umso leichter brennt er an. Das heißt, wenn der Käse runterläuft. Deswegen macht man ja mehr Käse drauf auf sowas, oder? Gerade wenn der Käse runterläuft und dann auf dem Backpapier ist und der, wenn man den ein bisschen hart werden lässt, also kalt, kälter werden lässt, kann man diesen Käse doch mit so einem kleinen Spachtel mit abmachen und der schmeckt doch eigentlich am geilsten davon. Ja, und er knuspert das so schön, aber Rainer nimmt Genau. gar kein Backpapier. Ja, und dann durch den Bei Rost. ihm, nee, nee, bei ihm, also er hat ja jetzt gerade gesagt, Blech, bei ihm brennt sich dann schön der Käse in die Emaille. Naja, Weiß. kann man machen. Läuft, aufs Backblech läuft oder aufs Backpapier läuft und Ah, dann sich da oh, zwischen jetzt bin den, ich aber zwischen überrascht. den Brötchen Ich auch. zusammensetzt, kann es schnell sein, auch wenn das Brötchen vielleicht noch nicht fertig ist, der Käse zwischen denen ist verbrannt und natürlich müsst ihr das dann wegschneiden und erstens mal ist es eine Verschwendung und zweitens mal ist. Verschwendung mag Rainer überhaupt nicht. Es sei denn, es sind Nee. Blaukrautgläser, die wirft er dann gerne mal durch die Gegend. Ja, das ist schon okay. Junge, kannst du dir nicht ausdenken. Es ist Dann nicht kommt wieder die besonders. Rotkohlbombe. Es ist nicht besonders schön, weil auch das Aroma im Backofen dann entsprechend ein bisschen verbrannt schmeckt, obwohl das Brötchen selber gar nicht verbrannt ist. So viel meine Tipps dazu und dann. Was jetzt gerade wieder die Theorie bestätigt, dass er seinen Backofen noch nie gereinigt hat So, ja. und sämtliche Lebensmittel, die da reinkommen, erstmal geräuchert werden. So ist Dann es, wünsche so ich ist euch noch es. einen. Ups, Entschuldigung. Einen wunderschönen Mittwoch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass wir das heute an dem Mittwoch machen. Das ist richtig gut, oder? Nice. It is Wednesday, my dudes. Schöner Zufall. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis. Er zeigt uns jetzt wirklich nicht die Dinger, ne, wie er das macht, aber das Video geht noch über eine Minute, fast zwei. Ich komme Dahin, euer danach. Drache, und haut rein. Tschö, tschö. Ach, so, Ah, da bin ich nochmal. Post-Production. Ja, ich habe sie jetzt einmal in den Ofen geschoben. Ich lasse jetzt mal bloß 8 Minuten drinnen, weil ich habe jetzt vorgeheizt, während ich das fertig gemacht habe. Was ich vergessen habe, vorhin noch ein Tipp von mir. Und zwar, wenn ihr. Junge, wie er schnauft, er kommt gerade aus der Küche. Aber er sitzt schon bestimmt 10 Minuten auf der Zaren-Couch. Ja, also er sitzt da, er hat schon Platz genommen, er hat die Kamera angemacht und so weiter. Der atmet, der pustet, wie so ein. Hat Kennen Sie er diese da, hat er da, Pusteengel? warte mal, hat er da Spüli stehen? Guck mal, Ja, links. kann man hier bei mir im OBS leider nicht mehr sehen, aber ja, da steht Spüli. Von ja, natürlich. Wenn ihr mal zu viel Ja, Soße gemacht habt um und die glaubt mir, wenn ihr Kaffeetasse gerade. auszuspülen. Bitte? Um die Kaffeetasse auszuspülen. Ja. Wenn man 3 oder 4 Blecher macht, würde es mit Sicherheit zu viel sein. Wenn ihr irgendwelche Dubberdosen habt, die ihr verschließen könnt, muss ja kein Dubber sein, kann auch was anderes sein, aber irgendwelche verschließbaren, luftdichten Behälter. Einer, würdest du mal Dubber buchstabieren? Dann könnt ihr es entweder eingefrieren. Die Soße. Wenn da so ein halber Tropfen Soße überbleibt, Rainer, dann kippe ich den weg. Vor allen Dingen So von eine der Tüten hochwertigen kosten. Tütensoße. Ja, die kosten irgendwie, diese Tüten kosten irgendwie 60 Cent oder was. Und wenn da ein bisschen was übrig bleibt, dann kippe ich es weg. Weil das Einfrieren kostet halt mehr Strom, als die komplette Tüte neu kosten würde. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Jetzt bist du aber Bruder. verschwenderisch, du. Mann, Naja. Mann, Ja. Mann. Mal auf, wenn ich hier gleich die Rotkohlgläser feuere, du. Oder ihr könnt's, also die Soße, oder ihr könnt's Einfach austrinken. in den Kühlschrank für ein paar Tage packen. Und ja, nur so als. Also bis da so ein schöner grüner Pelz drüber ist, weil dann hat das noch mehr Aroma. Und dann trinken. Ja. Oder Kleiner Tipp, dann braucht ihr zur den Rest Not nicht weg. in die Nähe einer Mikrowelle stellen. Falls da mal was anfängt zu brennen, könnt ihr damit löschen. Oder einfach wieder die App aufrufen für die Genau. Cocktails und das dann einfach als Zutat für Bloody Mary verwenden. Du bist ja richtig auf Zack, du. Aber nur bitte, wenn da auch ein schöner Rasen oben drauf ist. Schön. Oder ihr macht daraus eine Soße ein paar Tage später, ne? Wenn ihr noch mal ein bisschen Napoli mehr dabei habt oder was auch immer ihr benutzt habt. Wenn ihr ein bisschen mehr zu Hause habt, dann könnt ihr am nächsten Tag vielleicht Nudeln machen oder so. Oder wenn es mal bei Nudeln übrig bleibt, die Soße, kann man es auch verwenden. Geht also alles. Und Junge, pass mal auf, wie er seinen Finger in den Kopf stecken kann. Pass mal auf. Oder wenn es mal bei Nudeln übrig bleibt, die Soße, kann man es auch verwenden. Geht also alles. Und Siehst du das? Da ist fast die Fingerkuppe weg. So viel Schwarte ist auf dem Knochen.
Bruder. Heftig. Ich werde das Video jetzt soweit fertig machen und als Thumbnail werde ich dann ein oder zwei Bilder von meinen fertigen. Können Sie das TH bitte noch einmal aussprechen, Herr Winkler? Ich möchte das nochmal hören. Brötchen reinpacken, also seht ihr schon, wie sie aussehen. Außerdem werde ich auch ein paar Bilder auf Snapchat gepostet haben. Zu Snapchat muss ich übrigens noch was anderes sagen. Ich kann aktuell keine Freundschaftsanfragen auf Snapchat mehr annehmen. Anscheinend haben die da einen Filter, wie viele Leute das geht. Wahrscheinlich konntest du keinen mehr bannen. Bannen, meint er bestimmt. Tja, habe ich wohl das Limit überschritten. Ja, tut mir leid. So viele Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Drache und tschö, tschö. Wenn dies das einzige Limit wäre, das er je überschritten hätte. Ach ja. Also der hat jetzt wirklich 10 Minuten lang fast erzählt. Zutaten in die Kamera gehalten und einen Schneebesen. Es waren drei Zutaten. Den Käse, die Napoli-Soße und die Brötchen. Genau, und dann hat er noch irgendwelche Sachen aufgezählt, wo ich nicht zugehört habe. Das ist für Reinhard Koch-Video. Zu erzählen, dass er sich gleich Brötchen macht, ist für ihn ein Koch-Video. Ja, und dann kommt da noch die Post-Productions, mein Gott, ist erstmal einer weggestottert hier, wo er dann nochmal seine Lifehacks erzählt, wie man mit übrig gebliebener Soße verfahren muss. Ja, einfrieren oder in den Kühlschrank stellen oder anders benutzen. Nice. Kannst du ja echt nicht ausdenken. Ich bin eigentlich für die Mikrowelle und es anzünden. Aber nur mit Muffins. Aber bestimmt nur mit Soße. Annette, war da Soße mit bei? Bei was? Bei den Muffins. Nein. Annette schläft schon wieder. Da war keine Soße dabei. Nee. Oh. Nee. Es war der erste und einzige Muffin, der mir je Feuer gefangen hat. Ey, war das jemals sagen zu können? Das werde ich in meinem Leben wahrscheinlich niemals sagen können. Das war der erste und einzige Muffin, der Feuer gefangen hat. Yes, ich hab's. Es geht aber auch gar nicht darum, dass es der Muffin war, sondern dass in der Mikrowelle irgendwas Feuer gefangen hat. Das ist so geil. Was hast du denn damit? Wie, Annette, das musst du echt erklären. Ich weiß es nicht. Wie kann denn das sein? Ich weiß es nicht. Hast du da die Grillstufe auf volle Pulle zusätzlich eingestellt oder ich was? Ich kann dir nur sagen, eine Freundin von mir, die war so clever. Ihr kennt doch diese Schokoladenkuvertüre im Plastikbecher, die man so warm macht, ne? Kenne ich nicht. Nee, ich auch nicht? Nee. Okay, das ist Schokoladenkuvertüre, die ist halt in so einem Plastikbecher, die hatte davon den großen Becher und dann kippst du normalerweise einen Kuchen. So, wir haben den aber nur verwendet für Muffin-Dekoration und haben halt deswegen dann nicht so viel davon gebraucht. Und dann hat sie halt in diese noch flüssige Glasur vom Becher halt einfach einen Löffel rein und den halt da drin gelassen. Und dann ist der halt, als die Schokolade wieder abgekühlt ist, drin stecken geblieben. Das und willst du jetzt mit einem Level mit flambierten Muffins Moment, nehmen? Moment. Nee, warte. Die Geschichte wird lustig. Sie hatte ja die grandiose Idee, die Schokoladenkuvertüre einfach wieder warm zu machen und hat halt den Becher mitsamt Löffel in die Mikrowelle gepackt. Nicht so schlau, nee. War nicht die beste Idee. Nee, das punkt auch ein bisschen, habe ich gehört. Ja. Ich hab mir mal eine neue Mikrowelle gekauft und habe dann meine alte Mikrowelle, die hat zwar noch halbwegs funktioniert, aber der Drehteller war nicht mehr in Ordnung und so weiter. Da habe ich wirklich, weil ich es mal ausprobieren wollte, habe ich einfach Metall reingemacht und let's go. Junge, das ist richtig blaue Funken überall. Ja, das ist Oh, und ein Stück Baguette hat mir mal Feuer gefangen. Wie Bruder! Wo drin? Im Ofen oder in der Mikrowelle? Raclette. Junge. Ach so. Ich bin da fängt einfach alles Feuer. Gekommen und dann hat es das Brennen angefangen. Bruder, okay. Da fängt einfach alles Feuer bei ihr. Das ist der einzige Muffin, der mir mal in Flammen aufhängt. Also, oh ja, ein Baguette habe ich übrigens auch mal abgefackelt. Junge. Ich kann nichts dafür. Nee, aber ich finde das trotzdem nach wie vor, ich finde das maximal weird, wie ich kenne diese Cup-Muffin. Nein, das war nicht sowas. Das war nicht so eine Backmischung. Das war, ich habe mir ein Rezept im Internet rausgesucht, das ist schon einige Jahre her, für Mikrowellen-Muffins, die man halt in der Mikrowelle macht. Und habe die aber dann auch nicht in eine Tasse, sondern habe die schon in Papierförmchen gegossen. Und da stand halt drin, irgendwie so und so lang drin lasse. Und ich habe das dann gemacht. Und dann war aber der erste so ein bisschen noch so leicht
schwabbelig. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache einfach den zweiten 10 Sekunden länger. Und dann hat es Puff gemacht und dann, als ich die Mikrowelle aufwachte, dann war so kleines Feuer. Also das war wahrscheinlich, weil du nicht so eine Backmischung genommen hast, sondern weil in diesem Rezept natürlich die Stahlspäne als Geheimzutat drin waren. Ja gut, Leute, wir sind jetzt durch. Hören wir auf, ja, mal nicht zu ärgern, machen wir im nächsten Video weiter. Ja. Es wird hierzu wahrscheinlich noch einen nächsten Part geben. Es gibt ja noch mehr Kochvideos von Rainer. Wir können uns ja auch das Hotdog-Video, das Hamburger-Video, können uns ja alles mal im Endeffekt vornehmen. Schaut das euch ist mal jetzt diese hier, Burger an, finde ich eigentlich ziemlich geil. Das können wir ja machen. Ja, können wir auch machen. Wie gesagt, können wir die ganz Tage ehrlich, auch machen. Auch wenn sich jeder jetzt über mich lustig macht, ist es mir egal. Jeder von uns hat schon mal hart gefailt beim Kochen. Jeder. Ja, aber noch keiner von uns hat es geschafft, ein Feuer in der Mikrowelle zu legen. Das war es bei mir einfach nicht lecker. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist jetzt was für ein Kübel. Ja, ist auch schlimm genug. Ja, Annette, du hast Feuer in der Mikrowelle gemacht. Mit Sachen, die eigentlich nicht in Flammen stehen. Oh, Annette hat Feuer gemacht. Oh, Annette hat Feuer gemacht. Annette Feufeu? Annette Feufeu. Ja gut, Leute, machen wir Verabschiedung. Uwe, möchtest du anfangen? Ja, vielen Dank. Ich habe gerade gehört, dass Annette in der Entfernung ist. Ja. Ich hol gerade den Muffin aus der Mikrowelle. Ja. Auch mit der Küche. Ich habe ein Körnerkissen in die Mikrowelle geschmissen. So. Pass auf, dass es nicht Feuer fängt. Jetzt doch, das macht das nicht besser. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das können wir gerne so öfters machen. Das hat sehr viel Freude gemacht an diesem wunderschönen Mittwochmorgen. Ja, ich wünsche allen noch eine gute Woche. Und ich hoffe, ihr schaut bei mir auch mal rein. Ja, und bleibt gesund, ne? Annette? Ja. Ich bedanke mich immer, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, dass die Geschichte mit dem Feuermuffin nicht zu lange an mir haften bleibt und oh, doch. Ja, schnall dich immer schön an und von meiner Seite aus Mädel auf. Ja, Leute, also erstmal vielen lieben Dank an euch zwei, dass ihr dabei wart. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, da müssen wir unbedingt Part 2 und 3 und so von machen. Also das könnte eine Reihe werden hier einfach. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, wie Ungol schon sagte, schaut gerne bei Ungol auf den Kanal. Der Link ist in der Videobeschreibung. Genau wie der zu Annette Mulle. Falls ihr eine professionelle Dark Souls-Spielerin sehen wollt, die dann öfter auch mal Warum sagt. Habe ich noch nie. Nee, das ist übrigens das, was ich mir rausschneiden werde aus deinem Video. Aber okay. Ja, aber ich habe nie Warum gesagt. Ich sage immer Warum. Dann schaut ihr gerne bei Annette vorbei, da seid ihr richtig. Ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende mit dabei geblieben. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Passt gut auf euch auf. Werdet oder bleibt gesund. Passt auf die Muffins in der Mikrowelle auf. Ich verlinke euch jetzt noch ein Video links und rechts eine Playlist. Und in der Mitte könnt ihr ein Abo dalassen. Genau wie bei Ungol und wie bei Annette auch. Das kostet nichts und uns wird's freuen. Ja, Leute, dann ganz viel Liebe an euch. Medal of. Medal of. Medal of.